Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem, ja, es ist ein Spiel in Blood Bowl und gleichzeitig auch so eine Art Einsteigerhilfe, zumindest ist es so gedacht. Und dazu habe ich einen Gast hier auf meinem Kanal, nämlich den Arioso. Grüß dich. Schönen guten Abend. Ja, du kommst ja von der DBBC, ne, der deutschen Blood Bowl Community. Jawohl. Und man muss dazu sagen, der Arioso, der hat so viel mehr Ahnung von Blood Bowl als ich. Also, ich müsste, glaube ich, wie viele Jahre müsste ich spielen, um an dich ranzukommen? Also, angefangen habe ich mitten in den 80ern. Also, als die damals, ich glaube, es war die dritte Edition erschienen ist, 84 oder 85. Ich war noch Schüler. Man ist noch ein paar Kilometer zu irgendwelchen Fantasy-Shops gefahren, um das Spiel zu kaufen. Ja, und seitdem spiele ich Blood Bowl. Also ich könnte es in meiner Lebenszeit noch schaffen, zumindest den jetzigen Wissensstand, den du gerade eben hast, noch zu erreichen. Ja, wobei man fairerweise sagen muss, mir geht es wie vielen Blood Bowl-Spielern, die so in den 80ern, 90ern, als man jung war, das viel gespielt haben. Dann kam ein großes Loch, so während Schule oder ins Ende der Schule, Studium. Ja. Und jetzt mit zunehmendem Alter, wo auch die Online-Möglichkeiten da sind, haben viele sozusagen wiederentdeckt. Ja, das ist halt das Coole heutzutage mit den Spielen, dass die halt alle jetzt digitalisiert werden. Man trifft sich zwar nicht unbedingt am Brett, aber man kann es trotzdem irgendwie spielen und vor allem über größere Distanzen ganz mal locker, ne? Genau. Ja, und das werden wir jetzt auch im Grunde gleich tun. Und heute wollen wir so einen kleinen Einsteigerleitfaden machen, weil ich auch schon ein paar Mal jetzt gefragt worden bin, sowohl auf Facebook als auch auf meinem Kanal. Was spiele ich denn überhaupt? Spiele ich lieber eine Geschicklichkeitsmannschaft oder spiele ich lieber eine Prügelmannschaft? Und da wollen wir heute jetzt einfach mal auf so ein paar grundlegende Sachen eingehen, währenddessen wir spielen. Ich spiele deswegen eine Orkmannschaft und du spielst? Waldelfen. Ja, also den Klassiker unter den zerbrechlichen Geschicklichkeitsmannschaften, ne? So kann man sagen, aber auch das Team, was die höchste Win-Ratio in der Weltrangliste besitzt. Ja, das stimmt. Die sind halt auch verdammt effizient, wenn's klappt. Das stimmt. Genau. Im Gegensatz zu meinen Hochelfen, die sind ja nicht so hoch. Obwohl ich sie sehr, sehr liebe, sind sie leider nicht so effizient. Das stimmt. Okay, ich würde einfach sagen, wir suchen uns jetzt gegenseitig und dann gehen wir einfach während des Spiels. Es werden sicherlich ein paar typische Situationen auftreten, ne? Über die wir definitiv reden können. Ja. Denn eine Sache kann man auf jeden Fall schon mal vorneweg sagen. Also so typisch, das sind natürlich die Dinge, die sofort ins Auge fallen. Geschicklichkeitsmannschaften haben natürlich ein höheres Geschick. Die haben in der Regel Geschick 4 oder zumindest mehrere Spieler mit Geschick 4. Im Gegensatz zu normalen Spielern, wie zum Beispiel bei Orks, die haben in der Regel Geschick 3 als Standard. Und das macht schon mal einen riesen Unterschied, ne? Sehr wohl, ja. Das macht weniger einen Unterschied, wie wir gleich sicherlich sehen werden, bei den Standardaktionen. Aber bei den etwas riskanteren Aktionen ist das ein sehr relevanter Unterschied. Das stimmt. Vor allem, wenn Modifikationen auftreten. Suchst du eigentlich auch schon einen Gegner? Ich muss gestehen, nein, jetzt habe ich ihn. Ich dachte schon, ich warte hier gerade eben schon eine ganze Weile. Ja, das nächste bei den meisten Geschicklichkeitsmannschaften ist, hier sehen wir es jetzt gerade eben schon mal, hier die Waldelfen. Also wie gesagt, meine Orks sind schon ein bisschen lediert, deswegen habe ich zwei Reisende dabei. Lässt sich leider nicht vermeiden. Ja, im Großen und Ganzen sind in der Regel Geschicklichkeitsmannschaften auch meistens schneller zu Fuß unterwegs, ne? Meistens, so ein bisschen. Jein. Es gibt eigentlich nur zwei Teams, die deutlich schneller sind als andere, das sind Waldelfen und Skaven. Ja. Bei den anderen muss man das schon ein bisschen relativieren. Menschen als eigentlich Nicht-Geschicklichkeitsteam sind auch schon ziemlich schnell. Und wenn man sich so andere Teams anguckt, wie ein Chaos-Team, die sind auch nicht sehr langsam. Ja, die haben halt alle Bewegungen 6, also die Tiermenschen. Und auch die normalen Feldspieler, glaube ich, der Menschen haben, glaube ich, Bewegung 6, ne? Genau, die Bewegung 6 ist das Standardbewegung von einem Blood Bowl-Spieler. Und das haben die meisten. Und Bewegung 7... wie jetzt hier die Waldelfenleimen, ist schon besser. 8, 9 ist natürlich super. Das macht auch einen Unterschied. Ja. Bei den Hochelfen haben wir die Situation, dass zum Beispiel die Blitzer gerade mal Bewegung 7 haben, aber die haben dafür wiederum Fänger mit Bewegung 8, was schon wieder Waldelfenniveau ist. Und Stärke 3. Ja, stimmt. Da sind die Hochelfen prügelstärker als die Waldelfen. Genau, das ist eine der Stärken der Hochelfen, diese Fänger.
Ja, ich persönlich benutze die Fänger in der Regel ja meistens sogar als die besseren Blitzer, obwohl ich ihnen in der Regel nicht mal Block gebe. Aber weil sie einfach diese Mega-Bewegung haben, bin ich meistens mit denen die ganzen Offensivaktionen am Spielen, was zugegebenermaßen manchmal ein Fehler ist. Klickst du auf Weiter? Jo. Ja, und im Großen und Ganzen sind die meisten Geschicklichkeitsmannschaften nicht die am schwersten gepanzerten. Ich sage jetzt absichtlich nicht zerbrechlich, weil Dunkelelfen und Hochelfen kann man jetzt nicht wirklich als zerbrechlich bezeichnen, ne? Mit Rüstung 8, zumindest meistens mit Rüstung 8. Ja, trotzdem fehlen denen die Skills oder die Fähigkeiten, denen die Kloppermannschaften fehlen, sodass auch die eher nicht in den Nahkampf sollten. Rüstung 8 ist zwar schon besser als Rüstung 7, deutlich besser, aber es ist eben immer noch nicht gut. Weil wenn man sich einfach mal so ein Brettspiel vor Augen führt, wie oft schmeißt man eine 9 mit zwei Würfeln, das ist schon gar nicht so selten. Ja, das stimmt, weil die 7 ist ja schon der 50-50-Wert, ne? Und die 8 dann zum Beispiel zu erreichen, also 9, das passiert schnell. Genau. Also bei Bloodborne muss man leider manchmal einen Ausflug in die Wahrscheinlichkeitsrechnung machen. Und es gibt einen riesen Unterschied zwischen Armor 7 und Armor 8. Also in der Häufigkeit, dass man das schafft, da drüber zu würfeln. Und der Unterschied wird nach oben zwar weiter größer, aber nicht mehr in diesen großen Abständen größer. Deswegen ist Armor 7 doch ein deutlicher Malus, während Armor 8 eben nicht so deutlicher Malus ist. Ja, da gibt es ja ganze Listen, habe ich mir auch schon mal angeguckt. Also das eine ist eine 5% Wahrscheinlichkeit Erhöhung und das nächste ist dann schon irgendwie 10%, wenn du eins weiter runter gehst, ne? Genau. Das ist schon ordentlich. So, bei Waldelfen ist ja schon mal gleich auch die Aufstellung am Anfang extrem wichtig, je nachdem, was du machen willst, ne? Da würde ich ja zum Beispiel kontern. Ich halte die Aufstellung am Anfang für so ziemlich unwichtig. Echt? Okay. Es gibt zwei, drei Dinge, die man beachten muss, vor allem, wenn man gegen schnelle Teams spielt. Ansonsten ist das eigentlich bei so, gerade bei Mannschaften wie Waldelfen, meiner Meinung nach ziemlich egal, weil die so schnell sind, dass die eh überall hinkommen. Okay, also ich persönlich würde jetzt zum Beispiel versuchen, gegen schnelle Mannschaften das so zu kontern, dass ich nicht nur vorne meine Leute habe, sondern auch so auf halber Höhe, dass wenn du einen vollen Spurt hinlegst, ich trotzdem noch drei, vier Leute an die Leute ranbekommen kann. Also für mich jetzt bei der Aufstellung ist zwei Dinge wichtig. Ich muss drei an die Linie stellen. Ich tue jetzt mal drei in die Mitte. Die drei werden so oder so umgebatzt, egal ob ich jetzt Armor 8, Armor 9 oder Waldelf Armor 7 bin. Ja. Und wenn du jetzt nun mal in der ersten Runde von den drei auch drei verletzt hast, dann habe ich halt ein Problem, aber das ist eben wiederum der Nachteil der Waldelf. Das kann ich nicht verhindern. Irgendwann muss ich sie aufstellen. Ja. Und wichtige Spieler bei den Waldelfen sind die Wardens und die Catcher. Alle anderen sind, sagen wir mal, Kanonenfutter. Und ich stelle nur so auf, dass die auf gar keinen Fall, wenn irgendetwas passiert, geblitzt werden können. Ja, das ist auch vernünftig. Also sehen wir hier gerade eben zum Beispiel, wenn ich da jetzt durchwollen würde zu deinen Wardancern oder auch zu deinem Fänger, dann müsste ich schon in eine Tackle-Zone hinein ausweichen, teilweise gegen drei Erschwernis, ne? Genau. Und das ist natürlich etwas, das sollte man aber nicht. Ja, also ich sag mal so, mit einer Prügelmannschaft macht man das dann tendenziell eher selten. Und auch wichtig, man stellt auch mit Prügelmannschaften nie mehr als drei Leute an die Linie, weil die können immer umgehauen werden. Und wenn da fünf oder sechs stehen, kann jeder Gegner die auch umhauen. Ja, das stimmt schon. Und Gegner umhauen heißt immer Chance auf Rüstung, Chance auf Verletzung. Und auch mit hoher Rüstung ist es eine Chance, die man einfach dem Gegner nicht geben braucht. Ja. Das sind so diese kleinen Banalitäten, die aber im Bloodborne sehr wichtig sind, weil das entscheidet ein Spiel. Wenn halt da doch mal so ein Zwerg-Lineman zufälligerweise im ersten Block rausgeht, dann ist halt doof. Ja, deswegen mache ich das jetzt hier zum Beispiel auch so. Bis zumindest, ja, wobei ich habe hier eine Lücke, wobei, nee, geht eigentlich. Müsste eigentlich gehen. Ich glaube, es passt besser, wenn ich sogar noch so mache. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob, ich habe mir nämlich dein Team vorher clevererweise nicht angeguckt, du hast keine Fähigkeiten bisher verteilt, ne? Nee, ich habe keine Fähigkeiten. Mein Team ist okay. Völlig, also hat ein Spiel gemacht gegen, hoppala, falsch. Gegen Moschen, das ist der Freund von Tracina, die ja mit mir in der ATL Blood Bowl Liga spielt, also der YouTuber Blood Bowl Liga.
und gegen die ich jetzt demnächst auch antreten muss. Am letzten Spieltag unserer YouTuber-Liga und ja, mehr haben die nicht gemacht. Der hat mir zwei Goblins kaputt gemacht, mehr nicht. Wichtig auch, wenn man verteidigt in der Aufstellung. Ich habe auch aus einem bestimmten Grund die Verteidigung zuerst gewählt. Jetzt kommt natürlich direkt das, ja, um es schön zu zeigen. Wichtiges Ereignis. Zunächst mal, ich erzähle erst was über den Blitz. Der Blitz kommt viel häufiger, als man denkt. Nämlich nur 10. Zwei Minuten. Zwei. Ah, okay. Dann machen wir ganz schnell. Das andere Ereignis, was wesentlich Auswirkungen hat, ist Quick Snap, sodass die angreifende Mannschaft sich ein Feld bewegen kann. Das war der Grund, warum ich meine Spieler zwei Felder nach hinten gestellt habe, damit die eben nicht geblockt werden können. Ja. So, jetzt muss ich das natürlich ausnutzen und hoffe auch, dass ich das werde. Der Ball landet ja für mich auch noch extrem günstig, direkt in meiner Nähe. Ja, das ist eigentlich das ideale Ergebnis beinahe, dass man sich so als, ich sag jetzt mal, Geschicklichkeit-Mannschaft wünschen würde, dass du ganz, ganz easy gleich, obwohl du gar nicht den Ball bekommen solltest, an den Ball rankommen kannst, ne? Genau. Und damit hast du jetzt hier schon mal einen Spieler gleich mal zu Boden gefetzt und kannst gleich den Kampftänzer da hinstellen und in der Hoffnung, dass du dann jetzt gleich auf die 4 plus oder war es auf die 3 plus den Ball fangen kannst. 3 plus. Auf die 3 plus, ne? Ja. Ich habe Agi 4, das heißt, wenn der Ball normal wäre, kommen würde, würde ich auf die 2 fangen. Da es beim Kickoff aber jetzt kein genauer Pass ist, sondern einfach irgendwie, ne, von irgendeinem nach oben getreten, fange ich den um einen erschwert, also auf die 3 plus. Ein Ork würde den schon auf die 4 fangen. Das ist zum Beispiel schon ein Ereignis, wo man diesen Unterschied bemerkt. So, selbst wenn ich ihn fange gleich, weiß ich, den kannst du nicht besonders gut blitzen. Wirst du nicht hinkommen. Es sei denn, der Ball fliegt jetzt gleich ins Aus, was ein Drittel Chance ist, ne? Genau. Und deswegen muss ich darauf achten, dass ich nicht alles des Feldes opfere und frei mache. Was, sagen wir mal, hier ein bisschen, im ersten Zug ist das noch ziemlich egal, aber später relevant wird. Ja, das ist genau das passiert. Es ist für dich die Frage, ob du versuchst, den Reroll zu machen. Machst du es nicht. Auf gar keinen Fall. Und jetzt gibt es ein Touchback, ja. Ja. Leider, da muss ich sagen, tatsächlich kleiner Fehler. Ich habe nicht an den Touchback gedacht, wenn er in meine Hälfte kullert. Deswegen wäre da Reroll wahrscheinlich sogar besser gewesen. Aber nun gut. Ja, und jetzt habe ich natürlich jetzt... Bitte? Entschuldigung. Normalerweise hätte ich ja 1, 2, 3, 4, 5 Felder gehabt, die für mich gut wären, wenn jetzt mal meine Hälfte da nicht gewesen wäre. Und nur 3, die schlecht gewesen wären beim Scatter. Sodass das da egal gewesen wäre. So, jetzt mache ich hier natürlich als allererstes den Klassiker von der Prügelmannschaft. Das machen Elfen und generell Geschicklichkeitsmannschaften eher selten. Ich baue jetzt den Cage. Der Cage ist eigentlich so eine Schutzfunktion, dass man im Grunde den Gegner in den Nahkampf zwingt und gleichzeitig den Ball schützen kann, oder besser gesagt den Ballträger. Denn genau. So eine Elfenmannschaft wie du, ich meine, du hast jetzt zwar auch hier, man sieht, du hast deine Spieler verteidigend aufgestellt. Aber das wäre kein klassischer Cager gewesen. In der Regel hättest du ja wahrscheinlich den Ball dann eher wieder so in die hinteren Reihen transportiert, um dann die einzelnen Spieler durchschlüpfen zu lassen, richtig? Das hängt jetzt ein bisschen wiederum von der Spielweise ab, ne? Wir haben ja Waldelfen und wenn man jetzt wirklich über Unterschiede spricht zwischen, sagen wir mal, schnellen, geschickten Teams und Kloppern. Ja. Ein Klopperspiel geht auf das 2:1. In aller Regel gewinnt man, wenn man gewinnt, 2:1 oder 2:0, wenn man eine gegnerische Offense aufhalten kann. Während die schnellen Teams oft, nicht immer, aber oft für schnelle Touchdowns stehen und schnell 2, 3 oder 4 Touchdowns machen und dann eben zum Beispiel so Orks da nicht mehr hinterherkommen. Ja. Die können einfach nicht so schnell einen Touchdown machen. Und da kommt schon mal der erste Rüstungsdurchschlag. Da war jetzt schon mal die Rüstung von 7 durchbrochen mit einer 9. Das wäre sogar bei einem anderen, also bei einem Hochelfen durchgegangen. Genau, und wenn du jetzt bist du genau in der Quote. Ne? Du hast 2 Blocks gemacht, einer ist drüber, einer nicht. Jo. So, und das schiebe ich jetzt hier einfach. Und Folge. Ups. Wobei nicht, also bei einer 7 ist es immer noch etwas wahrscheinlicher, nicht durchzukommen, als durchzukommen. Das muss man auch fairerweise sagen. Ja, weil du halt die 8 brauchst, ne? Die 7 reicht ja nicht aus. Genau. So, jetzt ist natürlich der Vorteil der Elfen, die sind ganz schön flott. Ja, du wendest sozusagen einfach mal gleich mal hier deine ganze Position.
drehst den Spieß um. Genau. Und auch, obwohl ich AG4 habe, ich habe 2 Rerolls, das ist schon nicht so schlecht, bin ich bemüht, A, nicht zu würfeln, sprich, ich dodge nicht einfach mal so, auch wenn ich AG4 habe, weil das ist ein Würfelwurf und jeder Sechste ist eine 1 und jede Sechste ist ein Turnover. Und wir haben 8 Turns und das wäre dann doof schon. Ja, und ich bin halt einer von diesen Spielern, ich lasse es halt sehr, sehr gerne drauf ankommen und deswegen fluche ich auch so oft. So, ich mache nämlich jetzt noch was anderes. Also, meine Ziele sind als Agi-Team ja, ich will nicht an ihr dran stehen, weil ich habe wenig Rüstung. Ja. Das heißt, ich will Spieler loswerden. Wenn es geht, nicht in Unterzahl kommen. Das heißt, ich nutze aber durchaus sowas wie hier, wenn ich 2 Würfelblocks kriege, nutze ich die. Weil ich kann ja Glück haben. Ich kann ja auch mal einen Ork raushauen. Ich kann aber das auch Pech ist kein haben, so Glück, wie jetzt. Genau. Jetzt geht einer der Rerolls flöten, ne? Genau, jetzt ist die Frage, nehme ich ihn oder nehme ich ihn nicht? Ich nehme ihn, bevor die Zeit abgeht. Weil ich habe mindestens 3 Spieler noch am Gegner dran. Und da ist die Chance nicht so gering, dass sich da einer verletzt. Ja, und ganz wichtig, bei so einer Situation auch nicht hinterhergehen, das verhindert das nächste Mal das Ausweichen, ne? Zum Beispiel. Oder auch, es gibt ja auch mal so Fähigkeiten wie Jump Up oder sowas, ne? Dann kann er einen Jump Up Block machen. Ja. Da kommen die Norse, die bald kommen, die haben das ja im Team. Sehr schönes Team übrigens, kann ich nur empfehlen, macht sehr viel Spaß. Das glaube ich. Wobei ich mir das schwierig vorstelle, mit Geschicklichkeit 3 zu springen. Das finde ich ja mit Geschicklichkeit 4 schon riskant. Nee, Jump Up ist aufstehen, ohne Punkte zu geben und dann kann ich auch blocken. Dann brauche ich keinen Blitz. Ach so, das ist abrollen dann. Oder ja, genau. Ich habe mehr die Englischen als die Deutschen im Kopf. Ja, verstehe ich. Das normale Blood Bowl-Regelwerk gibt es ja auch, glaube ich, fast nur auf Englisch, ne? Es gibt es auf Deutsch in einer lausigen Übersetzung, sagen wir es mal so. So, okay. Jetzt bin ich in der Mitte und habe mich so gestellt, dass ich da immerhin mit dem Elf, der dazwischen einsteht, einen 2 Würfelblock auf den Black Orc hinkriege. Machen wir natürlich, weil kann ja Glück haben. Ja, und deswegen kriegst du ihn jetzt auch hier einfach mal so weg und hast ihn damit befreit. So, und jetzt haben wir noch den letzten. Der dodgt mal hier raus. Der kann jetzt nicht mehr hauen. So, und jetzt stellt sich für mich die Frage, was mache ich? Ich habe ja noch nicht geblitzt. Und wenn ja, wo blitze ich? Ich will ja natürlich den Weg zustellen. Deswegen mache ich jetzt schon was relativ Riskantes. Ich mache nämlich einen Einwürfelblitz. Ja, also holst dir eine Unterstützung und kommst jetzt mit dem Kampftänzer daher. Aber der hat ja Block, der kann das möglicherweise schaffen. Genau, also schlechtestes Ergebnis ist der Schädel. Ne, das reicht mir. Zack. Ja. Liegt da vor mir, du musst da schon blitzen, um dabei mehr das zu machen. Ja. Und da der Kampfdämpfer ganz wichtig ist, verschwindet der wieder. So. Zug vorbei, aber wir haben nur 2 Minuten. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ja, in meiner Liga gibt es leider nur 2 Minuten. Ja, und ich mache jetzt das allererste, was man mit Orks machen sollte, oder generell machen sollte, Spieler aufstellen. Und dir gleich mal wieder einen Grund zum Dodgen geben oder sowas in der Art und Weise. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich kann natürlich jetzt nicht so leicht die Flanke wechseln wie du. Ich muss mich eigentlich hier durchboxen. Das ist mein Problem. Mein ganz eigenes. Deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen die Spieler nehmen, die ich habe und aggressiv reingehen. Und da ich 2 Blitzer habe, versuche ich jetzt mal hier diesen Spieler hier. Der hat es leider ausweichen, aber es ist deine Entscheidung, ob du das Ausweichen nimmst, weil ich werde es natürlich definitiv an den Rand drängen. Und ich glaube, ja, ich folge. Upp. Und ansonsten, ja, ich muss jetzt eigentlich, um überhaupt das Raum gewinnen zu können, muss ich tatsächlich dieses Risiko eingehen hier jetzt. So. Das muss ich jetzt definitiv tun. Na, du hast ja 8 Züge Zeit, um Raum zu gewinnen. Naja, ich weiß, ich muss ja nur mit 1-0 in Führung gehen, ne? Ja, 2-0 ist schöner, aber unwahrscheinlich. Ja. Jetzt machen wir erstmal das hier. Ist der Cage erstmal wieder zu. Großen und Ganzen wäre es eigentlich recht schlau, hier schon mal ein bisschen Gewaltpotenzial aufzubauen. Genau, und dann gehen wir noch hier hin.
Und den Rest lassen wir einfach so stehen. Dein Spieler mit Geschicklichkeit 4 und Ausweichen hat jetzt natürlich die Gefahr, dass er rausgeschubst wird, aber das wird ihm tendenziell nicht passieren. Weil du wirst ihn da jetzt wahrscheinlich rausholen gleich, ne? Versuchen wir zumindest, ja. Es ist schon ein relativ entscheidender Zug, weil man jetzt überlegen kann, man hat mehrere Möglichkeiten. Ich kann auf den Ball gehen. Meine Wallenser haben ja Springen, die können da rein hüpfen, auf die 3 machen das. Deswegen sind die Wallenser so stark. Und ich hätte dann einen Würfelblock auf deinem Blitzer, jetzt schon. Ja. Wenn das schief geht, ist mein Catcher aus dem Feld und vielleicht verletzt. Mein Wardancer liegt irgendwo mitten in deinen Spielern. Das heißt, du wirst den faulen. Und ich habe 1, 2, 3 Spieler an dir dran, die noch geblockt werden. Mhm. Also ich mache das, wenn, auf gar keinen Fall jetzt. Im Gegenteil, die Aktion ist mir also jetzt viel zu riskant. Weil du auch meine Spieler, glaube ich, auch nicht negieren kannst, ne? Die da jetzt gerade eben sind. Nicht alle zumindest. Genau. Deswegen werde ich etwas anderes machen. Und hoffen, dass ich Glück habe. Bin ich mal gespannt, was du da machst. Weil bis jetzt kommt der... okay. Du blitzt jetzt also hier meinen Cage an. Mit Erfolg. Haust den Ork an den Rand. Und damit ist der Elf auch befreit. Man kann jetzt ganz easy eigentlich auf die 2 plus mit Reroll ausweichen. Genau, und da ich dafür einen eingebauten Reroll habe, den ich auch gebraucht habe, mache ich das aber sofort. Weil ich eben alles, wo ich einen Reroll eingebaut habe, da fühle ich mich sicherer. So, und jetzt nutze ich wieder hier aus. Ich würde ja keinen Raumgewinn geben. Mhm. 2 Würfelblock. Mit Block nehmen wir immer. Und bei all diesen Aktionen kann es eben passieren, dass man auch mal was K.O. macht. Ja, mhm. Das stimmt. Du kannst ja auch mal eine 10 würfeln. Genau. Und spätestens im x-ten Block ist das auch wahrscheinlich. Bloodball ist ja, wie gesagt, ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. So, jetzt will ich den aber nicht hier dran stehen lassen. Das heißt, der haut ab. Und da passiert's. Zack. So, und jetzt ist für mich die Frage, Reroll ja oder nein? Dann sage ich ganz klar nein. Ich stehe ganz gut in der Verteidigung. Und ich brauche meinen einen Reroll sicherlich noch für andere Dinge. Wobei es jetzt natürlich auch hier ein Rüstungsdurchschlag hätte sein können, dadurch, dass er zu Boden geht. Und das wäre für dich schlecht gewesen. Das stimmt. Aber es war ein Lineman und der ist mir nicht so wichtig. So, wir gehen jetzt definitiv schon mal hier so ein bisschen vor. Denn das ist das, was ich jetzt hier eigentlich tun muss. Ich muss jetzt hier... ich muss jetzt eigentlich Raum gewinnen. Das ist mein Problem. Und ich spiele normalerweise auch nicht solche Mannschaften so oft. Man merkt's. Man sieht so ein bisschen, wie ich die Waldelfen spiele. Ne? Also ich nutze die Geschwindigkeit aus und auch die Agi aus, um Blocks zu bekommen. Ja. Also es ist gar nicht so immer die Wahrheit, dass man mit Waldelfen oder mit Elfen weniger blockt. Im Gegenteil. Man guckt, dass man viel blockt. Die Chance, zu so einem Block zu kommen, ist aber eben etwas gefährlicher. Beziehungsweise das Risiko. Weil man gegebenenfalls dodgen muss. Ganz oft passiert es so, dass gerade so Klopper-Teams dann sagen, wenn du nämlich dann mal durch die Rüstung kommst, hat der Waldelfen Glück und ich gehe kaputt und der nicht. Das ist aber durchaus hier Taktik. Und da haben wir den Kampftänzer kurz mal K.O. gehauen. Na, siehst du mal. Das war aber allerdings sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Es ist nur eine Eindrittelchance, dass ich da überhaupt dieses Ergebnis erzielen kann. Das ist richtig und ohne Block auch relativ riskant. Ja, aber... Weil die Chance, einen Turnover zu schmeißen, ist höher. Richtig, aber das Risiko wollte ich in dem Augenblick einfach eingehen, sonst hätte ich überhaupt gar keinen Raumgewinn schaffen können in der Runde. Und das wäre mir zu blöd gewesen. Genau, und da mein Ziel ja ist, dir einfach einen Touchdown zu gönnen, gucke ich einfach, oder ist mein Ziel, oder versuche ich, dir keinen Raumgewinn zu geben. So, und nebenbei noch keine Blocks zu geben. Für mich ist das Wichtige, dass ich jetzt natürlich die Blocks mache, die für mich am wenigsten riskant sind. Das war jetzt ein wichtiger, deswegen habe ich es ihn vorgezogen, damit ich überhaupt Raumgewinn habe. Und jetzt kann ich die Blocks machen, die, ich sage jetzt mal, Spaß machen. Die im Großen und Ganzen nicht viel bedeuten, außer dass man vielleicht den einen oder anderen Elfen hier kaputt schlägt. Genauso wie jetzt. Und da haben wir jetzt schon mal die zahlenmäßige Unterlegenheit. Und jetzt habe ich noch einen Block, das ist ein Risikoblock mit einem Würfel.
Da kann ich aber auch nur schieben und das akzeptiere ich einfach so. Mit einem Einzelgänger gibt man sowieso nur... Also man muss schon viel falsch gemacht haben, sage ich jetzt mal. Oder sehr viel muss schief gegangen sein, dass du mit einem Einzelgänger einen Reroll würfelst, ne? Ja, manchmal gibt's Situationen natürlich, aber... Ja. Das ist schon richtig. So, jetzt stehe ich schon nicht mehr ganz so dolle. Jetzt muss ich schon viel würfeln. Und würfeln ist immer doof im Blood Bowl. Ja. Weil du willst ja auch im Grunde chirurgisch angreifen, ne? Also dir ganz genau überlegen, wo kommst du rein und wo nicht. Und es kommt schon mal der erste Dodge, der sein muss. Und der ist natürlich ekelhaft, weil du hast nur noch einen Reroll. Genau. Und ich bin jetzt der festen Überzeugung, ich habe ja gerade eine 1 gewürfelt, jetzt kommt keine. Kennst du meine Einsen nicht? Ja, und wieder, wenn ich kann, block ich. Ah, jetzt habe ich aber dumm getan. Warum war das jetzt nur ein Block? Das war der Fänger, der hat nur starke 2. Ah, weil es der Fänger war. Na, guck. Ja, das passiert, das Schlimme ist, hast den 1er Block und musst den Reroll benutzen oder deine Runde ist vorbei. Genau, jetzt muss ich mal kurz gucken. Eine Sekunde noch. Ah, ich lasse es. Ja, dann passiert es halt. Und er ist K.O. Okay. Ja, dicker Fehler, ganz klar. Leider Programmierung, Cyanide, danke, dass man die Spieler so gut unterscheiden kann. Ja, ich weiß. Ja, also, das ist jetzt so ein Fehler, der kann auch in der im normalen Spiel passieren. Man hat ja nicht nur Profis vor sich, ne? Also, es gibt immer wieder solche Situationen, wo man dann einfach so, sage ich jetzt mal, auch solche Situationen, wenn man jetzt habe ich hier einen Double Skull, das wäre natürlich ganz toll. wo man genau solche Situationen hat, dass jemand einfach falsch blockt oder einfach die Tackle-Zonen nicht sofort richtig erkannt hat. Ja. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Risiko, sofort blocken. Ich sag definitiv ja. Und es zahlt sich aus. Sehr gut. Jetzt habe ich tatsächlich hier einen Kanal geöffnet. Und kann theoretisch, wenn ich jetzt auf Risiko gehe, ganz schön Land gewinnen. So, wupp. Wie weit kannst du noch kommen? Ja, genau dahin. Das ist natürlich der ideale Ausgangspunkt für jemanden, der nicht so schnell ist, kurz mal wirklich ein paar Felder sich bewegen können. So. Ich verstärke natürlich da, wo ich kann, dass du hier nicht irgendwie auf für mich unangenehme Ideen kommen kannst. Ja, jetzt bewege ich dich einfach mal schon mal dahin. Und so. Ja, was soll's. Wir machen das so, folgen hier. Ups. Und jetzt kommt ja noch der eine riskante Block. Bitte? In diesen Ergebnissen lernt man, wie gut der Skill blocken ist. Hier gerade eben zum Beispiel, ne? Mhm. Ich hätte jetzt mit dem Schwarzauge das natürlich machen können, aber da hätte ich automatisch einen Turnover gehabt und hätte mich vielleicht dabei sogar selber verletzt. Genau. Die klassische Anekdote, die ich immer wieder gerne erzähle, ist, ich habe einen Skink. Skinks sind sehr, sehr leicht zu verletzen, weil sie eine Fähigkeit besitzen, die nennt sich kleinwüchsig. Das ist auch dasselbe, was Goblins haben. Wenn tatsächlich die Rüstung durchschlagen wird, ist die Wahrscheinlichkeit um einen Punkt höher, dass sie verletzt werden. Das klingt nach wenig, ist aber viel, ne? Und dieser Skink hat sogar nur Rüstung 6. Aber der ist der robusteste in der ganzen Mannschaft, weil der hat schon mal fertig gebracht, einen Ork bei einem Bowstown K.O. zu schlagen und er selber lag einfach nur da. Jo. Ist halt alles nur Gewürfle, ne? Kann alles passieren. Man darf nie vergessen, auch eine 6 kann man mal schmeißen. So, jetzt muss ich ein bisschen viel Risiko spielen, um halbwegs noch dich unter Druck zu setzen. Das heißt viel Würfel. Und das ist jetzt eine Stärke von Agi-Mannschaft. Die würfeln halt alles auf die 2. Und deswegen haben die größere Chancen, dass das klappt, als eben andere. Ja, und du hast immerhin auch den Luxus eines Rerolls im Rücken. Ja, und der bringt dir jetzt halt leider gar nichts. Aber den musst du jetzt nehmen. Sonst wäre der Reroll ja weg gewesen, ne? Genau, also Reroll ist ja... Wir haben noch Mitte der ersten Halbzeit, das Spiel ist noch so lang. Rerolls sind so wichtig in diesem Spiel. Selbst wenn du jetzt einen Touchdown machst, erstens musst du noch ein Go-Fade dafür machen. Zweitens hoffe ich ja noch, dass ich dir ein bisschen was im Weg stelle. Mal gucken. Oder auch nicht.
So. Und auch da nehme ich meinen Reroll nicht. Ja, weil es lohnt sich nicht, weil der Touchdown wird sowieso kommen, ne? Und du willst ihn wahrscheinlich noch für deine Offensive haben. Zum Beispiel, und man muss sagen, ich habe zwei Leute K.O. Und je öfter man auf die K.O.s würfelt, umso besser. Das heißt, wenn du jetzt den Touchdown machst und eins zu den Turm gehst, ist für mich nicht so schlecht. Ja, das stimmt. So, jetzt gehen wir mal dahin. Um dir schon mal hier so ein bisschen auf den Keks zu gehen. Das ist übrigens etwas, was Anfängerspieler häufig monieren, wenn Spieler sogenannt stylen, sprich den Touchdown nicht machen, obwohl sie es könnten. Ja, aber das ist wenn natürlich eine wichtige Taktik, gerade für Prügelmannschaften, um schnelle Mannschaften auszukontern, ne? Wenn man sich die Situation jetzt hier vor Augen führt, wäre alles andere extrem fahrlässig. Ich bin schnell, also als Weitelf. Ich mache in zwei Zügen einen Touchdown, wenn alles normal läuft. Ja. Und das heißt, nach Möglichkeit sollte es mir eben nur einen Zug geben. Richtig. Weil in der zweiten Halbzeit kriege ich den Ball, mache, ich sage jetzt wieder, wenn alles normal läuft, wieder einen Touchdown. Und dann liegst du auf einmal 2-1 hinten, nur weil du nett warst. Genau. Und das ist aber ganz anders, als 1-1 zu sein und den Ball zu kriegen. Richtig. Und deswegen muss ich jetzt hier auch Risiken eingehen, die ich eigentlich gerne nicht eingehen wollen würde. Ich werde jetzt gleich ein Go for it nehmen müssen. Wobei ich muss ausrechnen, es ist tendenziell unwahrscheinlich, dass du rankommst. Ich muss es aber trotzdem tun. Hier jetzt ein Go for it, großes Risiko. Und da passiert es natürlich. Ja, das lernen wir daraus. Risiko ist immer doof. Ja. Und natürlich, da ist es passiert. Und meine Runde ist vorbei und ich habe zwar den Ball jetzt hier direkt vor dem Ding, wollte ihn jetzt halt einfach, also das Lustige ist, der Go-For-It hätte jetzt auch bei dem Blitzer schief gehen können. Und es ist für dich immer noch ein Risiko, jetzt noch an den Ball ranzukommen. Genau, aber ich habe eine durchaus relevante Chance, an den Ball ranzukommen. Aber und jetzt mache ich etwas, was ich sonst nicht tun würde. Ich würde die Chance nutzen und ich tackeln heißt, ich stelle alle meine Spieler an deine ran. Ja. Ich weiß, wenn es schief geht, haust du mir auf die Rübe nächste Runde. Es kann also ganz toll schief gehen. Das heißt aber, wenn das klappt, was ich vorhabe, kannst du dich nicht groß bewegen. Ja. So, der Einzige, der sinnvoll blitzen kann, ist natürlich der Wardancer. Und dafür muss er hüpfen. Und das ist, oh. Wenn ich jetzt musst doppelklicken, dass du das, Blitzen an, das Springen auswählen kannst. Und auch erst musst du das Blitzen auswählen und dann springen, wenn du danach noch blitzen willst. Genau. So, lieb nach da. Gucken wir mal. Das hat geklappt. Hat er geschafft. Jetzt muss er nur noch ausweichen. Das würde er auch schaffen. Dann greift er natürlich meinen Blitzer an. So. Und kann schieben. Und das nehme ich auch. Und was mache ich? Ich schubse dich natürlich in die Endzone. Ups. Ja, dann hast du natürlich jetzt mich zum Touchdown gezwungen und hast die Zeit, die du jetzt brauchst. Und ich würfel auf meine K.O.s. Das stimmt. Und du hast die Chance, dass die Spieler wieder zurückkommen, ja. Also es ist tatsächlich ein taktisches Element, das ich selber noch nie gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, den Gegner zum Touchdown zu zwingen. Mhm. Aber deine Spieler bleiben draußen. Ja, das ist jetzt Pech. Das ist halt 50-50. Oder wenn man einen Babe kauft, ist das halt dann nicht mehr auf die 4, sondern auf die 3. Da ist ein bisschen höher die Chance. Ja. Aber ich werde noch mindestens einmal drauf würfeln, nämlich zur Halbzeit. Und wenn ich Glück habe, noch zweimal, wenn ich vorher einen Touchdown mache. Man hätte das auch rerollen können. Bin ich ganz ehrlich. Wäre es in der zweiten Halbzeit, hätte ich den Blitz wahrscheinlich, hätte ich einen Reroll benutzt. So ein bisschen die Sache. Ich bin eher sehr konservativ, was meine Rerolls angeht. Gibt auch Leute, die spielen das aggressiver und offener. Ja, ist halt so eine Stilfrage letzten Endes, ne? Genau. So, ich stelle jetzt hier meine Spieler hier so ein bisschen im Zickzack-Muster auf. Um dir nicht zu viel Raum zu geben. Und auch nicht zu weit vorne zu stehen. Jetzt habe ich noch einen Schwarzorg. Den ich hier so ins Zentrum stelle. Und hier den Werfer, den benutze ich jetzt als Libero. Ich benutze gerne Fußballbegriffe. Ich kenne mich mit Football tatsächlich gar nicht aus. Ja, Nachteil der Orks, sie sind extrem langsam.
Ja, sieht man gerade an den Schwarzorks, die haben halt Bewegung 4, die sind so langsam wie zwergische Langbärte. Genau. Und auch der normale Feldspieler hat gerade mal Bewegung 5. Wobei ich es natürlich auch wiederum krass finde, dass die Orks dann dafür wiederum sehr, sehr viele Blitzer haben, dass man wieder das Gefühl hat, sie sind theoretisch schnell. Das ist richtig. Und jetzt hast du hier wieder so eine typische Elfenformation. Das machen eigentlich meistens Elfen, allerdings auch Skaven. Also im Grunde ist es so eine typische Geschicklichkeitsmannschaften-Formation, dass du jetzt so eine einseitige, sage ich jetzt mal, Gewichtung deiner Spieler aufstellst, damit du da natürlich deine Kräfte konzentrieren kannst. Ja, wenn du genau hinguckst, ist aber nicht alles einseitig. Ja, du hast auf meiner rechten, also auf deiner linken Seite hast du einen Spieler, vorne und hinten, falls Bullshit passiert, ne? Genau, ganz wichtig, Blitze passieren, ne? So wie gerade gesehen. Richtig. Ja, und dafür muss man vorbereitet sein. So, ich mache, weil ich keinen Kick habe, den Ball wie immer genau ins Zentrum. Das kann jeder handhaben, wie er will, aber es ist die geringste Wahrscheinlichkeit, dass es ein Touchback gibt und du hast schneller Zug. Genau. Was jetzt super ist, kann der nämlich ohne was zu tun dahin laufen und nachher noch was tun. Hast du schon mal die Stärke plus 2. Also Stärke plus 1. Also einfach genau. 2 Würfel. Ne? Gegen den einen Schwarzorg. Das ist natürlich jetzt beinahe das ideale Ergebnis. Noch idealer wäre es bloß gewesen, glaube ich. Oder es ist situationsbedingt, wenn du einen Spieler direkt hättest unter den Ball stellen können. Richtig. So. Und ich will natürlich jetzt mich hier durchprügeln. Prügeln ist immer gut. Und es klappt auch. Ja, und da passiert's. Ne? Irgendwann bricht auch mal eine Rüstung von einem Ork. Ja, und dann sieht er Sterne. Oder Schlimmeres. So, und jetzt ist eben die Frage, möchte ich ganz schnell scoren oder nicht? Da du mir tatsächlich eine Lücke gelassen hast, wollen wir sie auch ausnutzen. Ja, ich hätte natürlich jetzt auch einfach doppelt Formation aufstellen können, ne? Ja, dann wäre dieser Blitz nicht möglich. Und du wirst gleich sehen, es werden 4, 5 Waldelfen in deine Hälfte kommen. Das ist jetzt natürlich die ideale Ausgangssituation für eine Elfenmannschaft, dass sie da jetzt durchkommt und dann kannst du so viele Anspielstationen stellen, die kann ich gar nicht alle zustellen. Genau, und wenn ich sie noch halbwegs clever stelle, kommst du auch an die meisten gar nicht hin. So. Ja, wenn du jetzt noch einen in die Mitte stellst, dann komme ich an den gar nicht ran. Wobei das schwierig wird. Ja, da müsste es jetzt noch ein vorgehen mit Go for it, theoretisch, ne? Ja, der wird wichtig sein für dein Spiel, damit du den Ball übergeben kannst an einen von den beiden Kameraden. Einen von den dreien. Also im Grunde ist es jetzt hier so eine klassische Staffelübergabe, die du jetzt hier planst, ne? Ja, ich habe mehrere Möglichkeiten. Also erstmal. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich mich nicht so dumm stelle. Du meinst, dass ich da gleich rankomme. Ja, dann müssen wir doch mal ein bisschen gucken. Jetzt muss ich gucken, deine beiden Blitzer auf meiner rechten, deiner linken Seite, die sind ja doch recht flott. Komm aber nicht ran, ist zu weit. Genau. Aber ich muss jetzt aufpassen, eben nicht mit dem nach vorne zu rennen. Also bleibe ich lieber hinten. Ja. Ich habe als Waldelf ja mehrere Möglichkeiten. Ich habe Geschick 4, das heißt, ich kann auch durchaus, ich habe ja noch einen Reroll, einen längeren Pass versuchen. Ich kann das, was du meintest, halt, ne, Übergabe auf irgendeinen, der in der Mitte steht und der läuft nach vorne und macht einen kurzen Pass. Das ist allerdings schon mindestens dreimal würfeln. Das heißt, ne, bei jedem sechsten Mal kommt eine 1. Ja. Und ich habe jetzt hier das Problemchen, dass ich mir einfach nur überlegen muss, wie ich deine Leute hier blockiere. Also den schnellen Touchdown versuche zu verhindern. Oder ja, es einfach versuche. Wirklich. Ich habe auch jetzt zum Beispiel einen Fehler gemacht, das sollte man zum Beispiel nicht tun. Seine langsamen Spieler auf die Flanken stellen, die sind jetzt völlig nutzlos. Die müssen erstmal hinlaufen, jetzt wie hier gerade in der Orb zum Beispiel. Ich müsste jetzt noch 2 Go-Foils machen, das mache ich natürlich nicht. So, dann gehen wir jetzt noch hier hin.
So. Hätte ich jetzt noch ein oder zwei Spieler mehr, hätte ich die auch auf deine linke Seite gestellt. Nee, Entschuldigung, deine rechte Seite, meine linke. Ja. Einfach, damit du da auch Angst haben musst, dass ich nicht da lang gehe. Weil mein, ich nenne es jetzt mal Ballträger, Werfer, ich habe ja keinen Werfer, ist ein Lineman. Der steht halt relativ zentral da hinten und der kann halt überall hin. So, dann habe ich zumindest einen von denen jetzt hier mal so ein bisschen ausgeschaltet. Wir gehen noch dahin. Dahin. Ich glaube, ich möchte tatsächlich hier hin. Jetzt habe ich noch diesen Blitzer hier. Ist nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Ich muss dich ja zum Würfeln zwingen. Also wäre es sinnvoll, das so zu machen. Jetzt habe ich noch einen Spieler und ich kann jetzt halt nicht alle zustellen, weil mir die Spieler ausgehen. Das heißt, an einen von den beiden Elfen kannst du definitiv anspielen. Und nicht den Fehler machen wie ich jetzt hier, da würde ich nämlich in eine Tackle-Zone ausweichen müssen. Deswegen mache ich das jetzt einfach, weil ich es eh nicht verhindern kann, so. Dass, falls es dir irgendwas schief geht, ich meine Spieler wenigstens einigermaßen in der Mitte habe. Und ich hoffe jetzt so, einfach, dass ich dich genug zugestellt habe, dass du den Ball einfach nicht fangen kannst, wenn du das jetzt schnell machen willst. Jetzt ist für mich ganz banales Rechnen. Wo ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass was schief geht? Und die am höchsten, dass ich den Touchdown mache. Ganz wichtig in solchen Situationen, Interceptions passieren. Das ist nur eine 6 und eine 6 kommen. Ja. Meistens im dürfsten Moment. Können auch Schwarzorg schaffen oder Saurier, ne? Genau. Deswegen immer damit rechnen und wenn jetzt gleich ein Pass oder sowas kommt, ganz unbedingt den Pass so machen, dass eine Interception möglichst nicht möglich ist. Manchmal kann man es nicht verhindern, manchmal kann man es nicht verhindern. Ja, man sieht es ja leider vorher nicht in diesem Spiel. Man kann es vorher leider nicht abschätzen, wer von den Gegnern, also bevor du den Pass dann wirklich spielst, die Möglichkeit hätte. Das ist eine Erfahrungssache. Ja, jetzt habe ich... Ja, dir geht jetzt die Zeit flöten, du hast noch eine Minute. Ja, ich bin am Überlegen, was ich tue. Frage ist, mache ich einen 3-Plus-Dodge für einen Blitz oder nicht? Und ich habe mich entschlossen, ich mache ihn. Du hast ja einen Reroll, kannst du also riskieren. Oh, du musst sogar mehrere nehmen, das ist krass. Das ist YOLO-Mode. Und das ist jetzt was, was eben Elfen schaffen können, im Gegensatz zu anderen Teams. Ja. Jetzt muss ich gucken, wo ich liege. Du hast den ersten geschafft gehabt, den zweiten nicht. War nämlich keinen Reroll. Also wenn du jetzt den letzten geschafft hättest, dann hättest du es gemacht, ne? Also wenn es nur noch um den letzten gegangen wäre. Wenn es jetzt der Go-Fight gewesen wäre, um den noch zu blocken, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. So ist nach wie vor, der Ball hinten ist sicher, also Touchdown von dir passiert nicht. Ich habe immer noch einige Spieler in Reichweite. Ich muss nur hoffen, dass mindestens einer stehen bleibt. Warlancer sind dafür ganz gut stehen zu bleiben. Ja. Ich versuche es hier natürlich, hier deine Spieler entsprechend auszuschalten. Um ihnen dann das Leben schwer zu machen. Für mich ist jetzt einfach nur die Frage, wo bekomme ich das hin? Also im Zweifelsfall am billigsten, ne? Ja. Das ist jetzt natürlich blöd.
Haben wir hin zurück. Das ist die Frage, was machen wir als erstes? Da haben wir nur einen Würfel. Da können wir aber einen zweiten hinbekommen. Und das ist mir persönlich ganz recht, wenn wir da einen zweiten hinbekommen, weil sonst surfst du den nämlich raus. Naja, okay, der liegt jetzt halt so. Und ist gelähmt. Das ist gut. Jetzt mache ich einen Risikoblock natürlich. Ja, und der geht natürlich schief, wie es gehört. Also nicht wirklich schief, aber ich kann nichts machen. So. Im Großen und Ganzen kann ich jetzt nur noch einen Block machen. Der ist auch sehr riskant, aber der funktioniert. Da hätte ich mir den Wallenzer geblockt. Ja, das weiß man vorher nicht. No? Ob es klappt, weißt du? Da nehme ich lieber das Ergebnis, damit wir beide zu Boden gehen und dann auch wirklich beide am Boden liegen. Und jetzt kann ich eigentlich noch was sehr Riskantes machen. Das sollte man normalerweise nicht, aber ich möchte es. Weil ich hoffe, dass ich ihn dadurch stunne. Sehr gut. Und ich wurde nicht angepfiffen. Nein, in Wahrheit hoffst du doch auf mehr. Kannst du ja, auch natürlich zugeben. Hoffe ich auf mehr, aber ich will einfach, dass er jetzt definitiv nichts machen kann, weil das war meine letzte Aktion vor der Halbzeit und deine kommt jetzt. Also wenn jetzt noch ein Touchdown in dieser Halbzeit passiert, dann jetzt. Korrekt. Und da ich auch nichts groß was anderes machen kann, werde ich das direkt mal tun. Und leider bin ich wieder mal abhängig von einem Leap. Ja, 3-Plus-Wurf ohne Reroll. Also du hast zwar einen, aber kein automatischer wie bei Ausweichen. Und das schafft er natürlich auch. Und jetzt gehst du wahrscheinlich direkt in die Touchdown-Zone. Ganz wichtig, ich habe meinen Dodge-Skill jetzt nicht benutzt. Das heißt, ich kann ihn beim nächsten Mal auch noch benutzen. Sonst wäre ich einen anderen Weg gelaufen. Deswegen immer den Weg nicht bis zum Ende anklicken, sondern gucken, was unterwegs passiert. Ja, du wirst jetzt den Ball wahrscheinlich hier auf deinen etwas weiter vorne stehenden Spieler übergeben und dann mit dem so weit rennen, wie geht und passen, oder? Genau, das ist der Plan. Und, da kann ich jetzt sagen, du hast die Seite völlig offen gelassen. Richtig. Weil aber ansonsten hätte ich deine anderen Spieler nicht zustellen können. Also für mich war das jetzt einfach das Risikospiel. Schaffst du den Pass oder nicht? Und zum Beispiel, jetzt hast du zum Beispiel schon mal fürs Werfen keinen Reroll mehr, weil das schief gegangen ist. Genau. Aber man sieht, dafür habe ich jetzt meine Rerolls die ganze Halbzeit aufgespart. Ne, damit ich jetzt die Option noch habe. Der Wurf ist jetzt für einen Elfen eben nicht ganz so dramatisch. 3 plus 2 plus. Ne, fairerweise 4 plus 2 plus. Ja, ist ein weiter Pass. Und das heißt, in so einem Fall ist das, was ich gerade gemacht habe, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat, wahrscheinlicher. Genau. Weil du hättest dadurch jetzt eine 3 plus Sache machen können, wenn die 1 nicht zugeschlagen hätte. Richtig. Aber man muss sich eins merken, die 1 schlägt immer dann zu, wenn man sie nicht brauchen kann. Ne? Und man kann sie nie brauchen. Genau. Und jetzt ist langsam Zeit mal zu motzen. Ne? Über ein paar Einsen zu blöden Zeitpunkten. Oder auch, dass jetzt nach 4 Würfen immer noch keiner von den K.O.s da zurückgekommen ist. Ja. Also das sind so die Momente, wo man dann als Spieler mal gerne anfängt zu heulen. Zu Recht, wie ich finde, zu Recht. Ja. Aber es nutzt ja nichts. Ja, das stimmt. So, ich mache nämlich jetzt hier was anderes. Ich ändere meine Aufstellung, weil ich natürlich dazugelernt habe, dass es mir nichts gebracht hat, was ich bisher versucht habe, dich aufzuhalten. Wär's ja theoretisch durchgekommen. Theoretisch wohlgemerkt. Und deswegen muss ich jetzt hier einfach mal meine Aufstellung grundlegend anpassen. Und mache jetzt so eine typische Verteidigung, wie man sie eigentlich gegen Elfen macht. Oder wie ich zumindest meine. Dass man am besten gegen Elfen verteidigt. Und ich nenne es, das ist so die Vorbereitung des Netzes, obwohl man die nur mit Elfen spielen kann. Aber das erkläre ich irgendwann ein andermal. Jo. So, denn jetzt hast du das Problem, also jetzt hat natürlich Arioso das Problem, ne, dass du jetzt hier nicht das machen kannst wie vorhin. Du musst jetzt, wenn du schnell durch willst, obwohl du das jetzt gerade eben gar nicht musst, durch die Mitte, weil nur so wenig Ausweichen nötig ist. Genau. Vorteil für mich ist,
Du hast Black Orks am Rand. Und zumindest die beiden vorderen Black Orks, die werden nie in der Mitte helfen können. Die inneren schon. Das heißt, du kriegst, nehmen wir mal an, ich laufe da jetzt mit meinen Spielern durch und da kommen wieder 5 durch, kriegst du 6 Spieler dahin. Richtig. Also 5 Elfen gegen 6 Orks, naja, da müssen die Orks sich schon anstrengen. Leider bin ich jetzt in Unterzahl, sodass das sehr riskant ist, weil ich ja vorher da die 3 in der Mitte wegblocken muss. Und wie du richtig gesagt hattest, ich bin ja nicht in Zeitnot. Aktueller Spielstand bin ich ja mit dem 1:1 erstmal zufrieden. Deswegen gucken wir mal, was passiert. Und natürlich habe ich das bei meiner Aufstellung berücksichtigt. Hust, hust, dass du in Unterzahl bist. So. Ja, aber die Aufstellung ist ja ungefähr gleich. Man kann da überlegen, ob man die 3 Orks da näher zusammenzieht oder nicht. Ja. In der Mitte, aber. Ja. Das Problem ist halt immer das Problem mit den Schwarz-Orks. Die sind halt lahm, ne? Genau. Ganz, ganz wichtiges Anschlussereignis. Nämlich kommt bei der 6 und der 8 und damit neben dem Wetter am häufigsten, dass man einen Reroll bekommt. Immer bedenken, Fanfaktor ist nicht so unwichtig, weil ein Reroll ist so ziemlich das Wertvollste, was man kriegen kann. Das stimmt. Und jetzt habe ich 3 im Gegensatz zu 2 von vorhin und es kann sogar spielentscheidend sein am Ende. Genau. Deswegen sind solche Anschlussereignisse, dann sagen alle immer böse langweilig, aber nee, die sind wichtig. Machst du natürlich hier so einen Gang auf, so halb. Es liegen alle 3 Orks da erstmal rum. So. Jetzt kann ich mit allen Spielern da durch. Wenn ich den will. Die Frage ist, ob du das willst, weil du kannst ja auch einfach sagen, ja, lass erstmal den Ork sich bewegen, seine Formation aufbrechen. Und dann siehst du mal. Na, da sehe ich einen Blitz kommen in meine hinteren Reihen. Na sicher. Und wenn der jetzt Sterne sieht, ist das natürlich ein Vorteil für dich. Weil es einer der schnelleren ist. Gut, mit einer 6 tendenziell dann doch nicht. Nee, die 6 reicht nicht. So. Na, nicht passen. So. Genau, immer erst abwählen. Das passiert immer wieder, dass man dann dieses Bild sieht, dass der Gegner passen will, obwohl er gar nicht passen will. Passiert mir auch immer wieder mal selber. Weil die Steuerung halt auch nicht unbedingt perfekt ist. Jetzt gehe ich ein bisschen Risiko. Ich weiß, dass die beiden Black Orks auf deiner linken Seite an den Wardens herankommen können. Entweder müssen sie dodgen, dann können sie ihn blitzen, oder sie müssen 2 extra Felder machen, um das Ganze, um sich an ihn ranzustellen. Mhm. Und zwar mal Druck aufzuüben. Da ich aber zweimal in Unterzahl bin, muss ich ein bisschen Risiko langsam eingehen. Und nehme das in Kauf. Ja. Das erste, was ich jetzt natürlich mache, ich stelle jetzt erstmal hier die 2 Spieler auf, die auf jeden Fall schon mal, oder die 3 Spieler, die schon mal Gegnerkontakt haben. Einfach nur, um mir später einen Witz zu ermöglichen oder dir nachher das Leben schwer zu machen. Das gleiche mache ich auch hier, dass der Elf da oben keine Ausweichoption für dich ist. Und jetzt muss ich natürlich auch hergehen. Und da könnte ich mit einem Go for it rankommen. Das ist eine Idee. Wobei, hier komme ich ohne Go for it ran. Man darf nicht vergessen, ich kann ja letztendlich nur erschweren, was du tust, ne? Du hast immer noch jetzt hier die Möglichkeit, einen Ball auf die 3 plus zu fangen und das ist sehr gut. Das ist das, mit dem ein, ich sag jetzt mal, ein Elf oder sowas, ein Ork standardmäßig arbeitet. Ja, wobei mein alter Spruch, ein paar, der hoffentlich bald Zuseher werden es kennen, 3 plus Würfe entscheiden Spiele. Ja, und das stimmt. Das sind nicht die 2 plus Würfe oder sonst was, sondern ein Spiel wird dadurch entschieden, ob eben so ein Elf in so einer Tackle-Zone mal einen Ball fängt. Da kann ich nur hier
Leider werden sie noch lange, glaube ich, nicht im Spiel drin sein. Die Power-Elfen-Catcher empfehlen. Die was? Die dann, ne? Die haben nämlich Nerfs auf Steel und fangen immer auf die 2, egal wie viele Leute irgendwie so rumstehen. Wer ist das? Pro-Elfen oder nur Elfen. Ah, okay, also einfach nur pure Elfen. Pure Elfen, genau, ist auch eine Blattbau-Rasse. Ja. Die sind so eine Mischung aus Waldelfen und Hochelfen, haben alle auch Rüstung 7. Und, ja, gehen gerne kaputt, sind aber dafür offensiv noch ein bisschen stärker. Ich gehe jetzt hier gerade eben absolut ein paar Risiken ein, weil ich habe noch einen Reroll. Weil ich deine Spieler natürlich zustellen möchte. Aus der Hölle sozusagen. Mhm. Und ja, also dann hast du jetzt im Grunde wirklich frei nur noch den Ballträger. Das kann ich jetzt natürlich nur deswegen machen, weil du schon in Unterzahl bist. Also für mich eigentlich eine gute Grundvoraussetzung für eine Prügelmannschaft, jetzt auch dich weiterhin so ein bisschen raumtechnisch zu kontrollieren und deine Möglichkeiten. Ja, aber dafür hast du mir wieder eine Seite offen gelassen. Ja. Und jetzt mache ich was man niemals tun sollte, nämlich mit dem Ballträger witzen. Ja, stimmt. Jetzt kommt nämlich der Double Skull, wenn es dumm läuft, und dann war's das. Nee, klappt, okay. Genau. Und jetzt hast du tatsächlich 2 Spieler wieder frei. Genau, das ist ja das, was ich brauche. Ich brauche freie Spieler, die sich in den Weg stellen. Und ich will natürlich auch hier Raumgewinn machen. Und ich bewege natürlich auch immer die zuerst, die jetzt hier keine Würfe erfordern. Und jetzt ist eigentlich der Touchdown für dich schon absehbar, weil meine Leute alle gebunden sind, weil ich einfach zu viele an dich rangestellt habe. Jetzt muss ich aber trotzdem den absichern, deswegen dann Go Fade machen. Ja. Jetzt muss ich halt wieder ein bisschen würfeln, jetzt muss ich hier auch dodgen. Und wirst da den Cage, also den Pseudo-Cage zumachen. Genau, und ich mach sowas wie du, kann auch Cage machen. Jo. Kommt selten vor bei Dodge-Mannschaften, aber er ist auch jetzt gerade eben gar nicht so nötig. Also im Grunde machst du eigentlich eher hier nur so eine Wand aus Leibern, ne? Ja, aber du hast ja zumindest einen Spieler, der dann noch hinkommt. Ja. Und auch das möchte ich natürlich, wenn es geht, vermeiden. So, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Das ist halt auch so der Punkt mit den Waldelfen. Wir sehen jetzt hier gerade eben zum Beispiel, ich habe den Waldelfen ausgewählt, der hat halt Bewegung 8. Mit Go-Foils kommt der halt 10, bis zu 10 Felder weit. Und das ist halt doppelt so weit, als so ein normaler Ork jetzt hier schafft. Oder fast doppelt so weit. So, jetzt weiß ich habe hier meinen Dodge-Skill gerade benutzt mit dem Wald, mit dem Kriegstänzer. Also muss ich ein bisschen aufpassen. Sollte ihn also nicht nochmal gleich bemühen. Genau, ich werde trotzdem dodgen, weil ich auf ein gewisses Feld will. Aber dafür kann es eben jetzt sein, dass ich meinen Reroll brauche. Bei Blood Bowl 1 war das eben eine ganz, ganz sichere Bank, dass der Wurf dann schief ging. Aber, naja. So, und jetzt will ich aber ganz sicher sein, also noch ein Feld nach vorne. So. Und da komme ich jetzt nicht mehr ran. Genau. Und jetzt kann ich die unsicheren Dinge machen, nämlich Leute retten. Also hier so 3 plus 2 plus Dodges und die was Zeit klappt, geht ja aus. Wunderbar. Ja, das hast du nicht mehr geschafft, weil die Zeit ausgegangen ist. So viel Quatsch. Es leben die 4-Minuten-Turns, kann ich nur sagen. Ja, ich bin also normalerweise hätte ich jetzt mit den 11, die noch an denen dran stehen, diese 3 plus 2 plus oder der eine in der Mitte, 3 plus 3 plus Dodges alle gemacht. Wenn einer auf die Schnauze fällt, Pech. Wenn sie es schaffen, und die schaffen sie gar nicht so selten, umso besser. Eigentlich dann stehen noch mehr im Weg. Eigentlich muss ich jetzt hier richtig Risiko fahren. Um überhaupt noch das jetzt zu verhindern, ne? Das ist jetzt mein Problem. Und da geht wieder ein Waldelf K.O. Das Schlimme ist, die Waldelfen, die gehen hauptsächlich auch nur so K.O. oder so. Die gehen gar nicht so oft verletzt, finde ich persönlich. Naja, die Chance, dass die verletzt gehen, ist dieselbe wie bei jedem anderen Spieler. Ja. Das muss sei denn, du hast eingehen. Mighty Blow. So. Knochenbrecher. Bam. Ich könnte jetzt auch schon sagen, statistisch bin ich schon hier, was den Glücksfaktor angeht, drüber, weil von diesen 3 Springen, also 3 Leap-Aktionen, haben alle 3 geklappt.
Und normalerweise geht jede dritte schief. Ja. Oh Mann, ich muss jetzt hier so viel Quatsch machen, das gefällt mir gar nicht. Und auch für den Anfänger gerne mal zu lernen. Zwei Go-Fights zu machen, ist eine 30% Chance, dass es fehlschlägt. Ja. Das ist sehr hoch. Und wird oft vergessen. So, der nächste ist K.O. Normalerweise würde ich jetzt anfangen rumzuschreien, Mensch, verletzt doch endlich mal einen, ich will SSP sehen. Ja, ist in der Liga-Umgebung ja auch wichtig. Das müsste ich hier, um das noch abzusichern, zwei Go-Foils machen. Und aus Ermangelung an Alternativen mache ich natürlich jetzt erstmal die anderen Moves, die wichtig sind. Falls jetzt hier irgendwie gleich was klappen sollte, möchte ich, dass meine Spieler da natürlich auch sind. Und jetzt kommen die Go-Foils. Und ausnahmsweise klappt's mal. Was sehr, sehr wichtig war. So, dann kann ich den hier noch da hinstellen. Dann muss wenigstens ausweichen. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Dass hier dieser dass dieser YOLO-Move funktioniert. No, geht doch. Und es funktioniert. Genau, das war jetzt so mit Reroll vielleicht eine 10% Chance. Kommt aber vor. Kommt aber vor. Der Ball liegt für mich jetzt gar nicht so schlecht. Und genau. Ja, du kannst ihn zwar freiräumen, aber es wird ein bisschen schwieriger. Also man sollte sich auch solche... Ja, das war jetzt einer von diesen 3-Plus-Würfen, ne, den du vorhin angesprochen hast, den ich machen musste. Der letzten Endes dazu geführt hat, dass ich überhaupt an ihn rangekommen bin. Und dann habe ich am Ende halt die 6 gewürfelt, also das Verteidiger geht zu Bodensymbol. Das war natürlich auch wichtig. Aber ja, so entscheiden halt Orks solche Situationen. Man muss es halt manchmal riskieren. Allgemein im Blood Bowl, man muss es riskieren. Und wenn es ein Dodge mit einem Zwergen-Lineman ist, riskiert's. Ja. Ganz wichtig. Würfel, ne? Es sind auch 5 und 6 auf dem Würfel. Das ist nicht die Taktik, aber riskiert's. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Hälfte der Zahlen auf meinem Würfel eine 1 ist. Ja. Warum habe ich da jetzt nur einen Würfel? Habe ich wieder geträumt. Naja, der Pushback reicht mir aber. Ja. Aber jetzt hast du halt ein 3 plus aufs Aufheben und daher du noch deine 2 Rerolls hast, ist das an und für sich nicht das Problem. Genau. Und das ist jetzt wiederum der Vorteil der Elfen. Die haben da eben eine 3 plus aufs Aufheben. Ist aber hier weg. Da gibt nichts. Der fällt auch netterweise um. Hier gehe ich jetzt nicht hinterher. Weil wenn was schief geht, möchte ich Leute neben dem Ball haben, die eventuell den Splatter fangen. Ui! Na guck! Und das ist typisch übrigens, dass das erste, was verletzt wird bei einem Spiel Waldelfen gegen irgendwas, ist in der Regel nicht der Waldelf ist. Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Aber ich halte es trotzdem für reinen Zufall. So. Jetzt stellt sich die Frage, will ich einen Touchdown machen oder nicht? Ja, ich habe noch eine Minute zum Denken. Jetzt muss ich mir überlegen. Und ich kann ja noch blitzen. Also ich habe zum Beispiel auch deswegen die 2 Minuten gewählt, weil in der normalen Cablevision League, also in der ganz normalen Liga, wo man im Grunde standardmäßig spielt, wenn man jetzt nicht gerade in der DBBC spielt, so wie Arioso, da sind 2 Minuten der Standard und deswegen habe ich das auch gemacht. Interessant finde ich ja zum Beispiel, dass im normalen World Cup die Zeit auf 3 Minuten eingestellt ist. Ach, und da hast du es geschafft, den Ball aufzuheben auf die 3+. Ja. Genau. Jetzt kannst du den Ball eigentlich an den Wardancer übergeben, einmal ausweichen auf die 2+, Ball übergeben auf die 3+, und dann nochmal ausweichen und springen. So, das hat jetzt alles geklappt, weil ich ein Elf bin, muss man ganz klar sagen. Ja. So, und ausweichen und springen werde ich jetzt nicht tun, weil der Block weitaus wahrscheinlicher ist, dass er klappt. Beziehungsweise der Blitz. Ich habe ja noch nicht geblitzt. Stimmt, du kannst jetzt tatsächlich mit dem Kampftänzer blitzen. Ah ne, warum kann ich denn nicht blitzen? Du hast schon geblitzt, doch, du hast da oben schon geblitzt. Da guck mal, ich bin hier eine Pfeife, du. So, dann ist aber tatsächlich... Eine Sekunde noch! Okay, egal. Dann wäre tatsächlich das Dodgen, weil ich habe ja Dodge eingebaut, besser gewesen.
Ja. Und zwar an dem Ork da rechts vorbei. Jetzt nutze ich natürlich die Gunst der Stunde. Ich merke schon, ich quatsche so viel hier. Schon der zweite oder dritte Turn. Ja, ich muss vielleicht in der Liga vielleicht mal die Zeit auf 3 Minuten umstellen oder so. Jetzt gehe ich hier natürlich ein Risiko ein, das funktioniert aber auch. Ich möchte natürlich jetzt hier an den Ball rankommen. Das ist für mich jetzt hier natürlich... Die Frage, die sich für mich stellt, ist, mache ich jetzt einen Touchdown? Hoffe noch zu gewinnen? Ja. Oder versuche ich das noch auf... Also, spiele ich auf Zeit? Jetzt ist sowieso das Thema durch, weil jetzt wirst du so viele Leute in der Nähe haben, dass das Zeitspiel vorbei ist. Ja. Und ich kann jetzt hier nur schieben, was sehr, sehr ärgerlich ist. Aber ist vielleicht dein Glück. Genau. So, und ich muss jetzt hier natürlich gucken, dass es für dich hier weiterhin ekelhaft bleibt. Ja. Wo auch immer du hinspringen wirst gleich. Springen nur in Ausnahmefällen. Die meisten Elfen können das nicht. Ja. So, Moment, jetzt machen wir erstmal Dinge, die wichtig sind. Also ich habe jetzt erstmal, ja, der soll da bleiben. Genau in der Mitte, da ist der gut aufgehoben zwischen den beiden. Und deswegen stelle ich jetzt den hier noch daran. Und jetzt ist für mich die Frage, ob ich den Block gegen den mache. Ich möchte lieber den Block gegen den anderen machen. Weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich ihn umhaue. Naja, aber was habe ich gesagt? Würfel passieren. Ja, ich weiß. Was ich jetzt machen kann, das hier kann ich jetzt tatsächlich machen. Du hättest zum Beispiel den Wardancer zweimal blocken können. Zweimal mit 2 Würfeln. Ja. Und das mach es halt einfach mal, aber, ja, guck, jetzt bringt mir jetzt nichts. Ich mache jetzt einfach einen Reroll und hoffe. Und jetzt passiert das Schlimmste für mich. Ich gehe zu Boden und mein Turn endet und du kannst auch hier raus. Genau. Deswegen gut überlegen, ob man sowas rerollt. Schlimmere Ergebnisse. Ja. Jetzt ist die Sache natürlich klar. Mit ein paar Dodges auf die 2 mache ich den Touchdown und den werde ich natürlich auch machen. Weil alles andere ist hier Quark mit Soße. Ja. Ja, für mich war halt einfach gerade genau das, was jetzt passiert ist. Das hatte ich natürlich im Hinterkopf, dass das passieren kann. Und deswegen habe ich den ersten Block nicht gemacht. Aber das wäre der gewesen, den ich ungefährlicher hätte machen können. Da war das Ausweichen passé und es kommt nur noch ein Go for it. Ja, und der Ausgleich ist da. So, jetzt hoffe ich mal, dass die K.O.s wiederkommen. Vielleicht mal 2 oder so. Sehen wir gleich. Einer von meinen kommt definitiv nicht wieder. Ja, 2 kommen wieder. Nein, nein. Die 2, die schon am längsten draußen liegen, die haben sich jetzt ausgeschlafen. Ah, der Fänger kann noch brauchbar sein. Der ist nämlich auch ganz schön flott. Ja. Wenn ich den nicht wieder für einen Line-Elf halte. So, ich habe jetzt hier natürlich die Situation, dass ich wieder angreifen muss. Mir fehlt jetzt ein Blitzer, was äußerst ungeil ist. Ah. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie offensiv gehe ich an die Sache ran? Und du meinst, ob du konterst? Ja, will ich jetzt das 1-1 halten? Will ich ganz anders aufstellen oder will ich versuchen hier noch zu gewinnen? Und ich bin der Meinung, man soll immer versuchen zu gewinnen. Ein guter Bloodbowl-Freund von mir, oder nicht nur Bloodbowl-Freund, sagt immer, ich spiele jedes Spiel auf 5-0 Sieg. Hat er recht. Das ist die richtige Einstellung. Er spielt auch mit Zwergen so. Klappt nun, muss man fairerweise sagen. Ja, alles andere wäre auch ein bisschen schräg. So, ich mache jetzt auch mal was Kurioses, was man normalerweise mit Orks und so nicht sieht. Ich mache genau das gleiche wie du. Kann aber auch funktionieren. Die... Darf ich direkt mal eine Frage? Du hast ja mehr Bloodborne 2 gespielt als ich. Der Skill Kicken, der ist im Spiel implementiert. Richtig. Bitte? Der ist richtig, ja, der ist drin. Ja, der ist drin. Wie benutzt man den? Der ist automatisch auf einem Spieler drauf und normalerweise sollte das Spiel auch diesen Spieler auswählen. Wenn das nicht der Fall ist, das ist mir schon passiert, das wird noch auf meinem Kanal zu sehen sein, im World Cup wird es passieren, dass ich wie verzweifelt in den 30 Sekunden meinen Spieler mit Kick suche. Okay.
Und dann kriegt man eine Abfrage, ob man das nutzt oder nicht, oder wie? Nee, also du kannst dann einfach auf den Spieler draufklicken. Du kannst am Anfang mit Linksklick den Spieler aussuchen. Ich habe dann bloß verballert gehabt, dass man mit Steuerung jetzt halt die ganze Zeit hier die Coach View anmachen kann. Also wenn du Steuerung durchschaltest, kommen als allererstes Ja. irgendwie Namen und Art des Spielers. Und beim zweiten Mal Steuerung klicken, kommen die Fähigkeiten auf den Spielern. Und da hätte ich das sehen können. Das habe ich in dem Augenblick bloß nicht bedacht. Aber du kannst einfach wirklich, wie gesagt, jetzt mit Linksklick den Spieler auswählen, den du kicken lassen willst. Okay. Mein Problem war, dass es auf den Blitzer drauf war. Ah, jetzt kommt der hohe Anstoß, auf den freue ich mich. Ja, ein Feld vorbewegen, juhu. Und er kann ihn natürlich nicht fangen. Was so gesehen natürlich ein Ärgernis ist. Und ich jetzt als allererstes hier versuchen muss, den Ball abzusichern. Falls hier gleich Scheiß passiert. Womit man wieder mal dieses Anschlussereignis auch ganz anders frontan bewertet. Du musst jetzt zwei, drei, vielleicht sogar vier Spieler dahin ziehen, die sonst alles für etwas anderes benutzt hättest. Ja, also ich mache das jetzt tatsächlich ein bisschen riskanter, weil ich möchte hier natürlich jetzt schon mal versuchen. Ich spiele es natürlich so, als würde es klappen als allererstes. Es ist ein Risiko. Das hält sich ein grenzenloses Risiko. Genau. Und jetzt habe ich hier schon mal einen ausgeschaltet. Das ist sehr wichtig gewesen. Darauf konnte ich mich jetzt nicht verlassen, aber das war wichtig, dass es geklappt hat. Und ich habe dadurch jetzt schon ein bisschen Raum gewonnen, den ich vielleicht später brauchen kann. So. Jetzt machen wir natürlich hier wichtige Dinge. Jetzt muss nur noch der Ball dahin. Ja. Das habe ich geschafft, ohne größere Schwierigkeiten. Bewege mich jetzt hier hin. Das ist natürlich eine riskante Kiste. Aber wat mut, ne? Ja, du wirst ja auch gewinnen. Genau. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich hier wirklich viel Raum gewinne, und zwar so schnell wie möglich. Ohne dabei selber, ja, zu viel Preis zu geben, sage ich jetzt mal. Deswegen mache ich das jetzt hier auch mal ein bisschen unkonventionell. Ich tue jetzt über Kreuz blocken. Kann es leider nur schieben, aber es gibt mir hier die Möglichkeit, eventuell diesen anderen Schwarzorken freizuräumen. Sehr gut. Dann folgen wir. Bams. Und der hier deckt jetzt natürlich, ja genau, die Szene hier einfach mal so ab, falls du da jetzt auf komische Ideen mit Springen und so weiter kommst. Ganz, ganz wichtig, ne? Da war eine Riesenmücke. Ja, die ist jetzt einigermaßen geschlossen. Also nicht vollständig, aber einigermaßen. So, trotzdem gibt es noch weitere Lücken. Gezwungenermaßen. Weil ich mich einfach nicht weit genug bewegen kann, um jetzt in der kurzen Zeit, die mir noch bleibt natürlich, also ein halber Zug oder ja, eine halbe Halbzeit, jetzt hier den Touchdown zu machen. Ist für Orks echt eine Herausforderung. Na, da will ich jetzt einen Reroll haben, weil ich noch mehr in diesem Zug machen will. Da liegt der Schwarzorg schon wieder. Und jetzt schon habe ich die Lücke. Ja, wobei es jetzt natürlich auch schwierig wird, weil der Reroll fehlt, ne? Ja, genau. Jetzt gehe ich ziemlich all in, weil wenn der jetzt nicht klappt, oder noch schlimmer, wenn ich mich auf die Fresse lege, dann liegt die der ganze Seite auf kaputt. Ist, ne? Ja, das auch, aber die ganze Seite ist offen. Aber ich habe ja gesagt, ich will gewinnen. Also drauf da, ich habe Block, du nicht. Und da passiert's. Genau. Natürlich mit Rüstungsdurchschlag und der Ball landet irgendwo. Genau, so, da liegt er. Ja, ich will natürlich nicht neben deinem Blackhawks bleiben, also weg. Für mich natürlich jetzt die spannende Situation. Du hast nur noch einen Spieler. Ich kann bis jetzt den Ball noch freiräumen, aber der einzige Spieler, der wirklich relativ sicher den Ball aufheben kann, der sieht Sterne. Genau, und jetzt ist ne, Risikomode. Ich bin ja 11. 50% schaffen es, den Ball ja aufzuheben. Oh, mit nur 6 hast du ihn. Ja, das ist genau das Spiel. 6 und ganz passieren. Klar,
Sechsen passieren. Ja, eine 4 hätte in dem Fall gereicht. Das muss man so deutlich sagen. Dieses Spiel wird mir, wenn jetzt nichts mehr passiert, mir das Spiel gewinnen. So, warum kann ich jetzt dem nicht mehr den Ball geben? Weil ich nicht kicken kann. So. Kannst du, ja. Ja, und das ist jetzt natürlich eine spannende Grundsituation. Im Grunde muss ich jetzt hier einen Spieler schon mal ranstellen. Das sind auch so Spielzüge wie gerade mit dem Catcher. Das geht auch mal schief, ne? Also nicht Elfen spielen und hoffen, dass das immer klappt, aber nur mit Elfen klappt sowas. Und jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil ich mir jetzt selber hier gerade den Weg zugebaut habe. Genau. Und AG4 ist nicht dazu da, so einen Ball mal eben einfacher aufzuheben. Den kann man mit Johans noch viel besser aufheben. Also sicheres, wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Ich weiß gar nicht. So, eine Sache kann ich jetzt tatsächlich versuchen. Die einzige Sache, die ich wirklich noch versuchen kann. Jetzt habe ich nämlich tatsächlich zwei Würfel. Jo. Jetzt muss ich hoffen, dass ich ihn umnatz. Und das reicht nicht. Deswegen reroll ich das und jetzt klappt's. Und das war wichtig. Ja, das ist so ähnlich wie im Block mit Frenzy. Die Chance, den umzuboxen, ist genauso hoch wie ein umzuboxen, der den Skill Tackle hat. Ja, und also da habe ich jetzt ein Problem, da kann ich jetzt auch nicht mehr hin. Die Chance, dass das klappt, mit Reroll ist sehr hoch. Die Spieler, die dann blocken und Dodge, also ausweichen haben, die jammern dann gerne. Jetzt haut er mich um. Ja, aber dafür hat er einen Reroll gebraucht. Ja. Nur mein fair. Problem ist, ich würde am liebsten den Ball jetzt noch aufheben, aber ich habe keinen Reroll mehr und deswegen will ich das gar nicht erst versuchen. Genau. Jetzt geht's ja mal ins taktische Blackboard-Spiel. Nicht verlieren. Und jetzt werden Rerolls wichtig, weil jetzt eben Gewürfler anfängt. Jetzt muss ich was riskieren, ich hoffe, ich falle nicht hin. Und da passiert's, der große, dicke, schwarze Ort fliegt auf die Fresse. Ja. Hätte klappen können, muss er aber nicht. Weil jetzt kannst du natürlich... Ja, wobei, stimmt nicht, du hast immer noch jetzt eine Erschwernis, um auszuweichen daraus. Aber, naja. Du hast immer noch eine sehr, sehr realistische Chance, den Ball aufzuheben. Du hast gerade eben schon mal bewiesen, dass du das kannst. Ja, da war Glück dabei, ne? Das ja, ja, aber 50-50. Kann ich ja offen und ehrlich zugeben. Wie ich schon mal ein paar Mal sagte, 4-Plus-Würfe dürfen auch mal klappen, ne? Genau. Und ich versuche weiter, mehr Spieler frei zu blocken, damit ich ohne zu würfeln hier laufen kann. Und blocken ist immer besser als dodgen. Also wenn man zwei Würfel hat, wohlgemerkt, ne? Richtig. So. Und nebenbei möchte ich natürlich auch noch verhindern, dass du gewinnst. Ja. Darfst du nicht vergessen, der hat wiederum nur starke 2, wo du jetzt gerade eben jemanden hinstellst. Ja. So. Jetzt ist die Frage, wie ich dich denn da blitze. Oh. Ja, machen wir doch mal so. Die riskanten Moves, die ich auch immer mache. Einfach mitten durch die Tackle-Zone durch. Ja, dafür bin ich 11. Ne? Dafür habe ich jetzt AG4. Das mache ich auf die 2. So, jetzt kann der Wodenzer auf die 3 dodgen, um da zu blitzen. Das macht er auch. Ne? Mit eingebautem Reroll ist die Chance nicht so gering, dass das klappt. Und du kannst ihn nur schieben. Ja, und den schieben wir auf den Ball. Dann springt der Ball sonst wohin. Und das kann man sogar manchmal wollen. Genau. Ja, jetzt haben wir nämlich nur noch einen neben dem Ball stehen. So, jetzt muss ich mal kurz in meinen Log gucken, ob ich meinen Dodge-Skill benutzt habe. Habe ich... Nee, das hätten wir gehört. Habe ich nicht. Dann kann ich jetzt locker da mal hin. Und er hat natürlich den Ball, weil er ein verdammter Waldelf ist. Genau, und wir laufen weg. Ja, und da werde ich jetzt Schwierigkeiten haben, hinterherzukommen.
Der klassische Elfenbullshit, der jetzt passiert, den, der immer wieder so beschworen wird. Du musst jetzt natürlich gucken, wie du meine Spieler am besten blockierst. Genau. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, wie du das jetzt hier gerade eben machst. Jetzt müssen mich beide Schwarzorks hier einsperren. Oh, das wird ein sehr riskantes Manöver. Du hast keine Zeit mehr. Und da klappt's nicht. So, da will ich den Reroll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit einem Go-Feld ein Würfel auf den Wardens. Ich riskier's. Hm? Hast du nicht gemacht? Nein. Okay. Das Spiel geht ja noch ein paar Runden und wir sind ja in der entscheidenden Phase. Ich bin in einer guten Position. Sind noch 3 Turns. Es kann alles passieren. Du kannst gute Moves machen, die ich nicht sehe. Du kannst Glücksmoves machen. Vielleicht brauche ich den noch. Ja, das stimmt. So, jetzt muss ich natürlich schauen. Moment, der hier muss... Das ist eine ganz eklige Grundsituation. Einer der größten Anfängerfehler ist eben zu schnell seine Rerolls für im Wesentlichen unwichtige Dinge zu benutzen. Genau, Rerolls wie Kekse zu betrachten. Ein englischer Blood-Ball-Spieler sagt immer, Blood Bowl is a game of Reroll Management and nothing else. Da hat er nicht ganz unrecht. Wenn ich das jetzt theoretisch so mache, wie sieht's mit dir aus? Ist alles nicht so geil. Ich muss es hoffen, dass es klappt. Klappt nicht. Das war jetzt ein Fehler. Ja, das war jetzt blöd. Aber das klappt immerhin. Oh, jetzt bleibt es bei einem Würfel. Ja. Das ist jetzt kalkuliertes Risiko. Du brauchst eine 6, um ihn umzuhauen. Und das muss ich jetzt riskieren. Mit Reroll, wenn du ihn benutzen willst. Ja, ich muss ihn jetzt schon benutzen, weil ich nämlich die 1 beim Go-Fold gewürfelt habe. Ja, und da klappt's nicht. Es wird geschoben. Und ich weiß jetzt schon, dass ich dieses Spiel verlieren werde. Ja, und ich weiß, dass es auch so ist. Wenn jetzt nicht irgendwelche blöden Doppelskulls, Reroll Doppelskulls kommen, was natürlich auch mal sein kann. Das stimmt. Ja, in dem Augenblick, wenn so etwas passiert, Leute, ist natürlich auch für eine Prudi-Mannschaft noch nicht alles vorbei. Man kann jetzt noch sich sagen, dann schlage ich die Mannschaft halt einfach kaputt. Wenn man seine Go-Fold schafft. Das ist ja schon der zweite Go-Fold, den ich jetzt in einer Runde nicht schaffe. Und das ist auch der Moment, wo ich meiner Meinung nach berechtigt fluchen darf. Ja, genau. So, jetzt ist für mich die Frage. Ne? Du hast danach noch 2 Turns. In 2 Turns kannst du einen Toucher machen. Du bist ja mit einigen Leuten in Überzahl. Das heißt, ich möchte noch mindestens eine Runde haben, bevor ich den Touchdown mache. Ja, vor allem, es gibt ja noch ein Anschlussereignis, dass man wieder einen Zug gewinnen könnte. Zum Beispiel, genau. Jetzt den Blitz angemacht, ja. Und man merkt schon auch so ein bisschen, warum Waldelfen einem, also die Mannschaft sind mit den meisten Siegen im Spiel. Ja, wir reden vom Turnier-Setup, ne? Ja. Also nicht jetzt vom Liga-Setup. In der Liga sind sie am Anfang sehr stark, am Ende nicht mehr so, weil sie natürlich Verluste erleiden. Aber von Start weg sind sie halt sehr, sehr stark, weil sie halt sehr schnell sind und sehr, sehr gut spezialisierte Spieler haben. Das ist richtig. Also vor allem die Wardancer sind sicherlich natürlich die teuersten, aber auch die besten Spieler im Blood-Bowl-Spiel, die es so gibt. Ich habe mich jetzt da nicht angestellt. Also im normalen Liga-Modus würde ich das jetzt nicht machen. Da würde ich dann vielleicht ein Feld davor stellen. Aber so ist es sicherer, dass da keiner mehr an den Wardancer hinkommt. Die Black Ox können an den Rand mit 2 extra Feldern, aber können ihn nicht blitzen. Alle anderen sind zu weit weg. Mhm. Deswegen kann ich jetzt auch so riskante Sachen machen.
die dann einfach nur noch fürs schön Spielen sind. Ja, und Waldelfen, mit, also generell Elfen und insbesondere Waldelfen sind dafür bekannt, dass sie das einfach schaffen. Genau. So, hier will ich noch ein bisschen blocken, weil ich kann ja auch was verletzen, du? Das stimmt. Dabei hast du mir schon was verletzt. Ich hau ja leider immer nur K.O. Wenn ich verletze, dann bin ich meistens schon dabei, dann immer gleich den Gegner mit Stumpf und Stiel auszureißen. ich habe immer so Phasen im Spielen. Ich habe keinen Reroll mehr, aber es ist eigentlich alles egal. Pushback wird mir reichen. Aber das sind alles unwichtige Züge hier, die sind nicht mehr wichtig für das Spiel. Jetzt habe ich den Catcher noch frei bekommen. Du hast übrigens auch einen Reroll, ne? Ja, stimmt. Im Gegensatz zu mir. Na, ich habe auf deine Seite geguckt. Jo. So. Ja. Bin ich doch zufrieden. Und jetzt müsste ich natürlich unfassbar würfeln und das ohne Reroll, um da noch ranzukommen. Ist tendenziell unwahrscheinlich. Also ich könnte jetzt hier einen Spieler ranstellen. Der müsste ausweichen und zwei Go-Foils nehmen. Alle anderen, kann man sagen, sind abgeschrieben. Wenn man jetzt Hardcore-Bloodborne-Veteran ist, wie ich es eigentlich bin, würde ich sagen, habe ich schon einen Fehler gemacht, dass ich dir überhaupt die Chance gegeben habe, dich ranzustellen und nicht den Wardenser einen weiter nach vorne getan habe. Ja. Der Gedanke kam mir auch. Weil jetzt hier mit dem Schwarzorg durch ist absolut Utopia. Da ist es noch wahrscheinlicher, dass ich das hier schaffe. Und selbst das ist... ist eigentlich sogar fast noch utopischer. Wenn ich mir das anschaue. Dann machen wir erstmal das, was vielleicht noch Spaß macht. Betonung auf vielleicht. Die Sache ist ja, hast du eine andere Chance? Nee, das ist der Punkt. Ich habe sie nicht. Ja, aber es ist noch eine Chance. Darum geht's. Ich weiß. Und deswegen mache ich jetzt das alles. Ist das hier. Wenn das schon nicht klappt, dann ist es eh egal. Okay. Ja, dann. Give it. Wahnsinn. Okay, ich bin schon beeindruckt, dass er so weit kam. Ja. Aber es war eine Chance. Richtig. Wäre witzig gewesen, wenn es geklappt hätte. Ja, sowas klappt natürlich mit Elfen einfacher, weil die dann wieder nicht so hoch würfeln müssen. So, hier jetzt auch. Der Dodge mit eingebauten Reroll ist ungefähr 87% zu schaffen. Der Blitz mit Reroll ist deutlich höher, deswegen blitze ich den weg und dodge nicht. Ja. Vor allem, wenn der Blitz schief geht und ich jetzt zweimal Both Down würfle, dann kann ich immer noch dodgen. Das stimmt. Aber das reicht mir. Er ist weg und du kannst den Touchdown machen und es ist eh deine letzte Runde. Genau, und in solchen Situationen rerollt man so etwas nie, wenn man gierig ist. Und den vielleicht noch umhauen will oder so. Gibt da gerne mal so Leute, die dann noch einen rauspushen wollen oder sowas. Ja, wenn man es übertreiben will und gierig wird, ne? Genau. Und das haben wir alle schon erlebt, dass wir deswegen ein Spiel nicht gewonnen oder verloren haben. Ja, ich persönlich bezeichne das immer so klassisch als Hybris. Wenn man einfach, ja, sich zu sehr auf sein Glück verlässt. Es ist einfach zu gut gelaufen und man darf halt nicht vergessen, ich habe schon so viele Spiele erlebt, egal mit welcher Mannschaft. Ein einziger Würfelwurf kann im Zweifelsfall an der falschen Stelle das ganze Spiel entscheiden. Ein einziger. Genau. So, jetzt kannst du leider nochmal zuhauen. Ich hoffe ja noch drauf, dass ich das Ergebnis jetzt noch bekomme, dass ich noch einen Zug dazu gewinne. Randale. Ja, aber... Das ist nämlich jetzt auch das Risiko, was du hier eingehst. Ne? Du stellst jetzt deine ganzen Spieler natürlich nach hinten, damit sie nicht geblitzt werden können. Also, dass ich maximal 3 Spieler verletzen kann. Und schon gar nicht deine wichtigen. Aber ich habe schon erlebt, dass dann Randale kommt und dann plötzlich ich da hinten stehe und mein Gegner unfassbare Raumgewinne hinbekommt. Ist aber als Waldelf mir relativ egal, weil ich schnell genug bin, fast die gesamte Hälfte zu erreichen. Mit denen da hinten. Und ganz wichtig, jetzt stelle ich die nicht zusammen. Ja, schon klar. Weil du dann
wenn du sie blocken willst, 6 Spieler dafür brauchst, wenn du kein Ork wärst. So, also in dem Spiel jetzt die ganze Zeit in Unterzahl gewesen, sagen wir seit Mitte erster Halbzeit, 3-4 Spieler. Und durch Aktionen, die riskant sind, trotzdem gewonnen. Das ist das Spiel von Elfen. Also wenn man 11 spielen will, um jetzt auf die Anfangsthese zurückzukommen, was ist die Mannschaft für mich? Viel Risiko spielen und trotzdem dabei überlegen, was man tut. Sehr strategisch, sehr taktisch und Einsen können kommen. Man würfelt sehr viel und man muss sich immer vor Augen führen, jeder 6. Würfelwurf statistisch ist eine 1. Wenn ich also 6-mal pro Runde dodge, geht einer schief. Richtig. Und deswegen sind die Überlegungen, die man sich beim ersten Level-Up natürlich dann machen muss, man sollte versuchen, bei den wichtigen Spielern, die man da in der Regel für sowas benutzt, dann die Chance zu erhöhen, indem man ihnen zum Beispiel eingebaute Rerolls wie Fangen, Passen, vielleicht auch Sprintsicher und so weiter gibt, ne? Na, da wäre ich jetzt ein bisschen anderer Meinung, aber das wäre was für ein anderes Waldelfen-Special. Gut, da wäre ich mal gespannt drauf. Das werden wir irgendwann machen. Die Sachen, die man häufig macht, rerollen. Völlig richtig, aber du hast ja gesehen, ich habe keinen einzigen Pass gemacht. Doch, einen wollte ich machen. Und ja, nicht geklappt, genau. Und ich habe aber relativ häufig Dodges gemacht. So, und jetzt, ja, kann ich noch versuchen, das, ein paar SSP zu generieren, ne, indem ich einen Pass spiele und Leute verletze. Ja. Das versuche ich jetzt natürlich auch. Ganz billig. Funktioniert bis jetzt leider hervorragend. Und das ist eben das, was ich mit Waldelfen skillen würde, das wiederholen, was sie machen, sprich entweder dodgen oder blocken auf die Linemen. Wenn man einen Werfer hat, der hebt ja einen Ball auf, da kann man schon Hands nehmen. Sprinten würde ich denen nicht geben. So. Ich will ja nicht würfeln. Ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt hier auch wieder so ein Käse. Funktioniert, wie gesagt, alles gerade wunderbar. Das ist so der Standard. Wenn es schon nicht gelaufen ist, dann läuft es auch jetzt nicht. Aber da hättest du dir mit einer besseren Aufstellung noch einen Block auf den geben können. Ja, ich kann ja noch blitzen. Ja, das stimmt. Wenn du zum Beispiel jetzt mit dem zuerst geblockt hättest, hättest du mit beiden anderen noch blocken können, wenn du schießt. Aber das ist wieder nur eine Lähmung. Die Waldelfen von dir, die sind wirklich zäh. Ja. Also Rüstungswürfe waren, naja, hast schon gut was umgehauen. Die Verletzungswürfe waren bescheiden. Ja. Deine Spieler sind echt zäh, wie Kaugummi am Schuh. Also ich bin echt auf die Rüstungswürfe gespannt am Ende. Das, und faulen tut man jetzt am Ende nicht, weil das ist einfach nur unsportlich. Ja, ich bin da nicht so stressig, weil es ist halt eine Regel und... Ja, aber ja, ich finde es trotzdem... Der Block ist ja genauso unsportlich, wenn du so willst. Oh, ich kann den Ball nicht aufheben, wie herrlich. Ja, das Spiel verweigert mir auch noch zumindest die Chance auf den Pass-SSP. Und damit, ja, ist natürlich bei euch immer noch für euch die Frage zu klären. Die müsst ihr jetzt natürlich selber entscheiden. Unabhängig davon jetzt, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Das war natürlich jetzt, ja, natürlich einerseits Taktik, andererseits auch Würfelpech. Dass halt gewisse Dinge geklappt haben und gewisse Dinge nicht geklappt haben. Ihr müsst natürlich selber entscheiden, ob ihr eher so der Prügelmannschaftsspieler seid. Dann wären Orks natürlich was für euch. Und was total herrlich ist, ich habe 40.000 Credits und kann mir nicht den MVP kaufen. Das ist der Moment, wo Blood Bowl dir so richtig eine drauf gibt. Das stimmt. Das ist doof. Okay. Bei dir ist natürlich das Beste passiert, was passieren kann. Ein Kampftänzer bekommt MVP. Ja, wobei die leveln ja sowieso schnell. Ja, deswegen, Lyman wäre mal schöner, aber bei Waldelfen ist es tatsächlich so. Die haben den Vorteil, das ist ein Vorteil von vielen Elfen, die können relativ gezielt ihre Spieler leveln. Das können andere Teams nicht. Wichtiger Vorteil in der Liga, das hebt schon fast den Nachteil der Armor 7 auf. Also Elfenspiel ist ein riskantes Spiel. Blockerspiel ist sehr viel Positionsspiel. Vor allem, wenn ein Gegner auf demselben Level spielt wie du, kann es, also man muss es mögen. Da ist dann sehr viel Strategie, sehr viel Taktik dabei.
wo schiebe ich, wo mache ich das, wo mache ich das. Und ist halt so ein 2-1 Spiel, während wenn man viele Touchdowns machen will, ist es eher was Elfiges. Beides hat aber seinen Reiz und man sollte auch beides spielen, um auch die Spielweise der Gegner zu verstehen. Immer gut, so viel wie möglich spielen gegen so viele verschiedene Gegner wie möglich. Ja. Ich gebe ja offen und ehrlich zu, obwohl ich alle Arten von Mannschaften spiele, am allerliebsten spiele ich tatsächlich Geschicklichkeitsmannschaften, insbesondere Elfen, weil ich einfach, ja, ich mag diesen Elfen-Bullshit. Ich mag es, wenn es klappt, den Gegner einfach zu verwirren. Das macht mir Spaß. Jo. Wenn man ein bisschen auf die Statistiken guckt, bei dir haben 43 Blocks geklappt, bei mir 28. Ja. Das ist schon relativ wenig Unterschied dafür, dass du eine Mannschaft bist, die eigentlich viel blocken sollte und ich eine, die zumindest wenig Chance haben sollte zu blocken. Ich habe ja am Anfang so ein bisschen erzählt, warum ich das versuche. Das sind gerade mal 10 Blocks Unterschied. Das ist nicht viel. Das stimmt. Ne, das sollte schon Ziel von den Orks sein, dass es deutlich mehr ist. Und der Rest dann halt K.O. und Injuries ist dann halt einfach schlecht Zufall. Ja, immerhin das haben wir jetzt gesehen. 12 Rüstungsbrecher. Das statistisch ist da eigentlich eine Verletzung mit dabei. Aber genau. Vielleicht sogar 2. Aber es hat halt nicht sollen sein. Aber eben auch nicht 5 K.O.s, die nie wiederkommen. Also von das daher. Stimmt. Das war auch wieder sehr, sehr unwahrscheinlich. Wobei ich das bei Waldelfen, aber das hat natürlich nichts mit Waldelfen zu tun, das ist bloß lustig, dass ich das schon mal gesehen habe. Und zwar bei Alachandra in der ATL war es, glaube ich, also auch in der YouTuber-Liga, da ist es dem, glaube ich, auch passiert, dass er, glaube ich, mal 4 Elfen oder 5 Elfen bei irgendjemandem permanent draußen hatte und eigentlich nichts mehr tun konnte. Ja. Wo hast denn, kann man, jetzt kann ich ja wieder was lernen. Wo hast denn du da die Anzeige gesehen, wie viele Armor Breaks es gab? Ganz, ganz vorne, bei Ergebnis. Das ist bei Touchdown, Todesfälle, Pässe, Rüstungsbrecher, abgefangene Bälle, Platzweise. Ich lerne doch immer wieder neue Dinge. Das, was ich immer sofort wegklicke, da steht doch Interessantes. Ja, ja, das ist eigentlich sogar das Interessanteste vom Ganzen. Naja, gut, bei 3 Armor Breaks, eine Injury gegen Orks, das ist tatsächlich ein bisschen dusel. Ist bei mir Standard. Also ich habe schon gesagt, also ich mache in der Regel mit meinen Elfen einen Block pro Turn. Und einmal im Spiel oder zweimal im Spiel schlage ich durch, aber dann richtig, weißt du? Ja. Das habe ich meistens schon bewiesen und dann ist es häufig auch schon eine Verletzung. Also zumindest im World Cup war das so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, liebe Leute. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen erklären konnten, was der Unterschied zwischen Prügel- und Geschicklichkeitsmannschaften ist. Wir haben jetzt im Grunde eigentlich mal, jetzt mal so 2 Klassiker hier ausgegraben gehabt. Ihr müsst, wie gesagt, selber entscheiden, was für euch das Richtige ist. Und wir werden in Zukunft wahrscheinlich jetzt einfach mal auf so eine einzelne Kategorie davon eingehen. Ja, also mal genauer in die Prügelmannschaften reingucken, was gibt es da für Unterschiede, denn die gibt's. Und bei den Elfen, beziehungsweise bei den Geschicklichkeitsmannschaften, sogar innerhalb der Elfenkategorie gibt's ganz, ganz massive Unterschiede, wie die sich spielen. Und da reichen manchmal schon einzelne Werte auf so einer, ja, Charakterkarte aus, um einen grundlegenden anderen Spielstil zumindest zu ermöglichen. Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig, dass man weiß, was man da spielt und dass man zum Beispiel Dunkelelfen nicht so spielen kann wie Waldelfen. Richtig. Denen fehlen einfach ein paar gewisse Dinge, zumindest am Anfang. Wenn man ganz viel Glück hat und die Level-Ups in die Richtung gehen, kann man es zumindest sich annähern, aber sie werden trotzdem nie Waldelfen sein. Genau. Dafür haben sie andere Stärken, die auch extrem stark sind. Genau. Und in dem Sinne, liebe Leute, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Hier in Blood Bowl 2. Tschüss.